Ah, exzellent. So, ich habe gerade festgestellt, mein Headset ist total verknotet. Aber warum muss das mal hier oben drüber? Das ist jetzt hier unten drunter. Ah, okay. Nice. Huge Entknotungsskills am Start. Habe ich von den Pfadfindern gelernt früher. Ich war mal bei, habe ich euch mal, ich war mal bei den Pfadfindern. Fast irgendwie 8 Jahre lang oder so. Ich hab aber nie einen Pfad gefunden. Ich weiß bis heute nicht, warum die so heißen, ehrlich gesagt. Aber ich kann Zelte aufbauen, seitdem ich da war. Huge Survival Skills. Kann Zelte aufbauen und Stockbrot über dem Feuer grillen. Das war's, glaube ich, was ich daher kann. Wird das ein YouTube-Video mit dem Titel? Nee. Nope. Nope, Champing. Ganz schön heiß hier, 26 Grad. Klimaanlage einschalte. Perfekt. Exquisite. Kyokorn am Start. Alter, 23 Monate. Das ist ja massive. Falscher Knopf. Alter, kann ich mal den Krieg. WTF? Ich brauch. Wo ist er denn? Ist mein Board verrutscht? Wo ist mein. Ah. Das stimmt doch alles. Eigentlich alles richtig. Fast zwei Jahre Big Brain, ja. Aber ab 2 Jahre ist ja quasi schon 11 Head angesagt. Das passt gar nicht mehr alles rein. RGB Headset League. Nee. What? Nein. Ich habe übrigens einen neuen Code. Falls euch das aufgefallen ist, guck mal hier. Neuen Code. Gibt neuen Code. Ist das ein richtiges X? Das ist doch kein richtiges X, oder? Hat das jemand mal ausprobiert, ob das funktioniert, was ich hier geschrieben habe? Ist das ein X? Ist das ein richtiges X? Okay. X. Hä? What the f... Was ist das? Ich glaube, das sieht einfach nur zwischen den Zahlen so kacke aus. Hä? Wait a minute. What the... Das ist ein Chrome-Feature. Das ist ein Massive Chrome-Feature oder irgendwie sowas. Guckt euch das mal an. Oder ist das mein Font? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Font? Monk KS? Die Default Twitch? Ernsthaft? Okay, Moment. 4x4 von? Ach. So nicht, aber wenn ich es jetzt hier dazwischen mache, schon. Okay, das ist ganz schön fail. Wusste ich gar nicht. Nee, man lernt nicht aus hier. Twitch Font. Okay, aber das ist ein normales X, Leute. Twitch ist bloß, denkt, Twitch ist schlauer als wir. Die müssen mitdenken. Aus dem Pfeil. Moment. Wenn aus dem Pfeil sowas wird, wird dann auch sowas? Ah, nee. Programmierstellen können die nicht. Die können nur sowas. Was kann der Twitch von noch? Den da? Irgendwie sowas? Nee. Ja, das geht. Ja, das dachte ich, dass die so ein... Aber der Twitch-Font hat sowas nicht. Wenn die... Was ist denn DTM? Ach so, ist das Autorennstelz? Ich bin mir nicht sicher, Autorennstelz gucke ich nicht. 4x4 geht nicht. Du musst es doppelt schreiben. Guck mal. So geht's auch nicht. Ja, wenn du das X dann löschst, dann geht's wieder. Bei dir ist das jetzt auch mit dem Mal. Was passiert denn bei 4x4? Macht's dann auch irgendwas? Nee. Durch oder so? Okay, der Font ist echt inkonsistent. Keine Ahnung. Weil wenn man schon durchmacht, dann hätte man eine richtig Big Brain Mathematiker-Schreibweise schreiben können, sondern einfach so in der Mitte. Wisst ihr so? So. Gibt so ein Zeichen überhaupt auf der Tastatur? So ein horizontalen Strich quasi so und dann die Zahlen oben drüber und drunter. Echt? Das hat sich geändert? Wait a minute. Tatsächlich!
Hock. Ach ja, es gibt ein neues Emote. Guck mal. Wir haben ein neues Emote. Wupp Pet 2. Matev, danke schön für die 10 Monate. Huge Subscription hier. Und NRAA mit Reis. NRA. Nummer 44 ist es mit Reis. Kann auch sein. Ist es Leadspeak oder ist es Nummer 44? Man weiß es nicht so genau. Aber danke schön für die ganzen Subs, Leute. Nummer 44. Aber mit Reis. Nummer 44, das ist Chinamann-Bestellung. Also Leute, was wir heute machen, ist folgendes. Wir gucken uns mal von Anfang an, nicht nur wie man Linux-Server einrichtet, das haben wir jetzt ja glaube ich oft genug gemacht, sondern wir gucken uns auch mal die Sachen an drumherum. Also sprich, welches Betriebssystem nimmt man am besten. Gibt ja mittlerweile nicht mehr so viel Auswahl, seitdem CentOS nicht mehr gibt. Er hält sich ja in Grenzen. Ja, dann gucken wir, wie man das unter Windows, unter Linux das einrichtet, dass man beispielsweise sich mal einen ordentlichen SSH-Key generiert. Wir fangen einfach mal von vorne an. Und während wir das Ganze machen, klicke ich ein bisschen in der Hetzner-Cloud rum, damit sich das auch lohnt, dass sie den Stream sponsern können. Rocky Linux. Ja, Rocky Linux habe ich noch nie im Einsatz gehabt, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile fertig ist. So, dass man es benutzen kann. Wann kommt Kubernetes Station mit CI/CD über JIT? Weiß ich nicht. Dazu bräuchte ich erstmal irgendein Kubernetes Cluster oder was Lokales, aber das ist auch doof. Was, das gesehen? Nee. Say hi to Microsoft's own Linux CBL. Was für Dinger? Was ist denn ein CBL? Ich mache schon eine Weile Linux, ich habe keine Ahnung, was ist ein CBL? Ah, Cannabis. Okay, verstehe. Was hat das damit zu tun? Vape Nation? Common Base Linux. Ach so! Das ist quasi sowas wie ein eigenes Image. Jetzt sagt das doch mal einer. Wo soll ich zum. Das für Common Base. Eine Güte. Ja gut, ich glaube nicht, dass das irgendjemand braucht, oder? Außer vielleicht, wenn du wenn du in Azure irgendwelchen Container stellst, machen willst und keinen Bock hast auf Ubuntu. Ah, ich weiß nicht. Mal gucken. Alex Vegan. Huge Prime Sub. Massive. Wen haben wir sonst noch? Ich hab's komplett übersehen hier wieder alles. Dann würde ich mehr Geld für kriegen. So für ihre eigene Verwendung. Wobei, ich weiß gar nicht, bekommt man als Dozent viel Geld? Wahrscheinlich nicht. Man bekommt ja in unserem Bildungssystem selten viel Geld. Deswegen haben wir das zum größten Teil ja auch nur Noobs. Außer auf höchstem Level, da dann wieder nicht. Okay. Also, ich zeige euch. Ist Basic Knowledge, ja. Übrigens, soll ich euch mal was zeigen? Ich fand mich letztens voll lustig, ja. Oh, Moment. Ich muss euch mal kurz ausmachen. Ich weiß nicht, in welchem Fenster ich Discord aufgemacht habe. Moment, mein Bild ist gleich wieder da. Ich muss nur gucken, dass ich nicht im falschen Channel und im falschen Fenster Discord aufgemacht habe. Man weiß ja nie, ja. So, alles klar. Zack. So, Moment. Good Chat. Ich fand mich letztens total lustig mit dem Bild hier. Ich gebe zu, das ist ein bisschen Dead Joke. Aber ich fand mich total lustig mit dem Bild. Ich habe nämlich geguckt nach Stellenanzeigen fürs nächste Video und da habe ich gesehen, Fressnapf sucht einen Agile Coach. Und da habe ich mir gedacht, der beste Agile Coach dürfte doch Chico sein. Ich gebe zu richtig. Guck mal. Neues Emote wird benutzt. Ja, schon ein bisschen Dead Joke, ich weiß. Was hältst du vom neuen Battlefield-Modus? Denn das ist ja kein Modus im eigentlichen Sinn. Das ist ja ein bisschen Content vom Hersteller. Gut, könnte man eigener Modus nennen.
aber hauptsächlich was zum selber bauen. Oder, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Leider geht es mir noch nicht weit genug, aber vielleicht kommt ja noch was. Ich habe ja drauf gehofft, dass es ein Map-Editor ist. Ja, ich... Man kann's ja mal probieren, ne? So. Was wollte ich euch denn jetzt zeigen? Genau, ich mache mal kurz hier mein Linux an. Also. Einmal das Pricing muss ich aufmachen und dann zeige ich euch mal was wir jetzt machen. Wo ist das Pricing? So. Firefox. Ja. Du hast alle Level 1 Emotes gesammelt, steht jetzt da. Poggers. Also wir nehmen heute nicht die fetten Kisten, die 321 Euro im Monat kosten, sondern wir nehmen tatsächlich auch mal ein bisschen kleineren, dass man das auch besser auf seinen eigenen Kram übertragen kann, ne? Ich glaube, 320 Euro im Monat ist minimal über dem Budget, was die meisten Leute im privaten Umfeld so haben für Linux-Kisten. Wir können uns auch noch eine fettere in der Server-Auktion kaufen. So, zumindest worauf ich raus will, ist, was, die Musik ein bisschen laut, oder? Nö, passt. Musiklautstärke ist gut. Ich glaube, ich kann sie einen Ticken leiser machen. Das Mario Kart-Zeug ist immer laut. So ist exquisite. War es schon jemals interessant im Stream? Chat, jetzt mal ernsthaft. Das kommt hier doch eigentlich nicht vor. Es mag vielleicht mal ab und zu mal Dinger geben. Es mag vielleicht mal ab und zu mal Dinger geben, die man sich angucken kann, aber in der Regel ist ja nie interessant. Sowas machen wir hier nicht. Nee. Also, folgendes. Ich erzähle euch jetzt mal was. Was wir machen. Also, wir machen wirklich Basic. Wir gucken uns erstmal an, was es für Linux-Systeme so gibt. Also, servertechnisch. Und dann gucken wir uns an, wie man... Wisst ihr was? Ich habe die Idee. Wir benutzen Windows 11. Wir machen das richtig, richtig Bleeding Edge. Wir benutzen Windows 11. Warte mal. Was ist denn hier das Windows 11, wo wir letztens was eingerichtet haben? Das da? Da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich geht die Hälfte damit nicht. Wie, kein Windows 11, Leute? Warum nicht? Warum? Ich könnte es auch remote über Stadia machen. Also jetzt stellt euch mal nicht mehr an, nicht so an mit Windows 11. Also es geht immer schlimmer. Windows 11 geht auch auf dem Raspberry Pi. Ja, das müsste gehen. Bei Windows 10 geht ja auch. Oh, nein. Close. Was? Your Microsoft Account requires attention. Warum? Haben sie festgestellt, dass es ein Fake-Account ist? Sag bloß. Nee, oder auch nicht? Ja, was denn jetzt? Okay, Update. Nee, ich will... Alter, OneDrive. Was weiß ich, mein Passwort doch nicht mehr. Okay, wir machen das vielleicht doch nicht unter Windows 11. Windows Update. Ja, gib mir Updates, please. Ja, mach doch Updates. Ich brauche doch gar nichts. Alles gut. So, haben wir Windows Terminal installiert. Das ist das Wichtigste. Wir sind schon so modern, dass wir das heute unter Windows 11 machen. Zumindest die. Muske, ja, so bescheuert. So bescheuerten Username hatten, aber okay. So, also Leute, ihr könnt es euch überlegen. Wir brauchen ja irgendeine Client-Seite, um den Server dann im Endeffekt auch einzurichten über SSH. Also, wollen wir das von Linux aus machen oder wollen wir das von Windows aus machen? Realistischer ist es, das mal von Windows aus zu zeigen. Wir können das, wie gesagt, von Windows 11 bietet sich jetzt an, weil ich eine Windows 11 VM habe. Der Vorteil ist, das von Windows aus zu machen. Die meisten Leute benutzen halt Windows. Für Windows 98 habe ich noch die Windows 98. Das geht sogar von Windows 98 aus. Aber dann müssen wir Putty verwenden und Windows und Putty ist Paints Champ. Nee, ich glaube, wir können auch Dings verwenden. Wir können Mobuntu verwenden als Client, wenn es euch lieber ist. Das hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr an. Terraform mit Hetzner Cloud, wir wollen es jetzt erstmal zum Einsteigen nicht übertreiben. Wir machen das so, dass der Sache jeder folgen kann, hoffe ich mal.
Dude4M ist am Start. Die können wir auch nehmen. Wir wechseln einfach ab zwischendurch. Richtiger Sellout-Stream heute. Ja, dieser Stream, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich muss mal eine VM ausmachen. Das ist ein bisschen. Ich habe zwar 32 GB RAM, aber wenn ich meinen VMs immer 16 GB RAM gebe, dann ist irgendwann auch mal Schluss. Also, folgendermaßen. Was wir jetzt machen ist, erstmal Disclaimer. Dieser Stream ist gesponsert. Die Musik ist richtig poggers. Aber auch nicht mehr wie die letzten Streams, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Hosting-Anbieter und euch mal euch mit 20 Euro Startguthaben eindecken wollt, dann könnt ihr euch bei Hetzner Cloud registrieren und meinen Code eingeben. Das Ganze geht bis Ende des Jahres. Ich weiß nicht, wie lange das Guthaben gültig ist, wann das verfällt. Aber es reicht auf jeden Fall ein paar Monate, weil das Gute ist, ihr könnt beispielsweise für 20 Euro Startguthaben zum Beispiel 3 Monate lang diese Kiste oder fast diese Kiste buchen. Also je nachdem, was ihr braucht. Oh. Und bevor wir jetzt mit der eigentlichen Geschichte anfangen, warum sollte man sich einen Linux-Server hinstellen, beziehungsweise sollte man das überhaupt machen? Das ist ja die nächste Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Und da spoilere ich an der Stelle schon mal. Wenn man nicht... wie sage ich jetzt am besten? Also wenn man nicht wirklich eine Kiste im Internet braucht, dann ist das Sicherste immer noch eine Kiste zu haben, die nicht im Internet ist. Also wenn man einfach nur bei sich was laufen lassen will, ist es total bescheuert, sich irgendwelche im Internet erreichbaren Kisten hinzustellen. Aber es kann natürlich auch seine Vorteile haben, je nachdem, was man machen will. Zum Beispiel, so der Klassiker dürfte wahrscheinlich irgendein Minecraft-Server sein. Und wenn ich einen Minecraft-Server baue für mich und meine Kollegen, dann würde ich den tatsächlich irgendwo online hosten und nicht bei mir lokal. Man kann den zwar lokal hosten, man kann sich irgendeinen Raspberry Pi hinstellen, eine VM machen oder sonst was, aber ich hätte gar keinen Bock, mich mit irgendwelchen Port-Weiterleitungen oder meinem Upload-Speed auseinanderzusetzen daheim. Da würde ich mir lieber sowas kaufen. So, und es gibt natürlich... Wie kommst du da drauf? Ich weiß, ich hör mich so ähnlich an. Und da würde ich, du kannst dir einen Minecraft-Server direkt kaufen bei irgendeinem Anbieter, hat dann den Vorteil, du hast dann irgendein Management-Interface, wo du dann zig Mods anklicken kannst und sonst was, aber wenn du das wirklich selber machen willst, dann ist eigentlich das Beste, was du dir machen kannst, hier irgendwie sowas zu mieten. Ich weiß nicht, wie hungrig das aktuelle Minecraft ist mit ein paar Plugins, aber ich denke mal, mit einer Triple Core, mit einem Triple, auch RAM könnte bei Java ein bisschen schwierig werden. Kommt man auf jeden Fall ganz hin. Und ihr könnt diesen Server mit meinem Startguthaben quasi schon 3 Monate verwenden. Ist das jetzt neu mit AMD? Nee, das war schon immer mit AMD, ne? Fast 3 Monate verwenden und euch das Ganze mal angucken. Aber denkt dran, wenn es nicht ins Internet muss, dann ist am besten, man stellt das ganze Zeug erstmal gar nicht ins Internet. Aber 4G RAM, wenn nicht viel drauf los ist, da irgendwie 60 Spieler oder so sind, dann kommt man wahrscheinlich mit 4G RAM auch hin. Ich dachte auch, dass das neu ist mit AMD. Da müsste ich die echt mal fragen. Wann? Ach nee, genau. Guck mal, das ist jetzt eine Mischung. Ah, das ist neu. Naja. Und wenn man sich dann überlegt hat, okay, man braucht einen Linux-Server, beziehungsweise man möchte irgendwas anbieten, was aus dem Internet erreichbar sein soll, das ist ja wie gesagt das Erste, was man sich erstmal überlegen muss. Wozu die das erwähnen, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Letztendlich macht's gar keinen Unterschied, ja. Also unten drunter, ob das jetzt eine VM ist auf AMD-Basis oder eine VM auf Intel-Basis, ist doch vollkommen wurscht, normalerweise. Ich weiß es nicht, warum man das erwähnt. Vielleicht... Ich glaube sogar so Sachen wie... Crypto-Extensions und sowas haben die beide mittlerweile. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das kann nur sein, also wenn mich das interessieren würde, dann wirklich nur, wenn ich ganz spezielle Sachen verwenden will, die vielleicht nur Intel-CPU, aber da fällt mir jetzt nicht so viel ein.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum sie es erwähnen, aber ich könnte mir vorstellen, sie erwähnen es aus dem Grund, falls dann jemand doch was machen will, was nicht funktioniert, dass er es vorher sieht. Schadet ja nichts. Ja, also, es schadet auf jeden Fall nichts, wenn es da steht. Warum sie es jetzt genau hinschreiben, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Bei den meisten Hosting-Anbietern erfährst du es gar nicht. Naja. Mit was fange ich jetzt am besten an? Also, wenn man sich überlegt hat, wir fangen ganz am Anfang an. Also, wenn man sich überlegt hat, man hat irgendein Anwendungsgebiet, ich mache meine Linux-Kiste auf, man hat irgendein Anwendungsgebiet, wofür man Linux-Server braucht. Wie gesagt, die besten, die sichersten Server sind die, die gar nicht im Internet sind. So. Wenn man sich überlegt hat, man braucht das. Zum Beispiel, weil man einen Minecraft-Server für sich und seine Kollegen haben will. Das würde ich auf jeden Fall lieber auf sowas hier hosten, als auf einer eigenen Kiste daheim mit Port-Weiterleitung. Oder zum Beispiel, wenn man eine öffentliche Webseite anbieten will. Da muss man sich aber auch überlegen, will man sich wirklich da selbst drum kümmern. Weil einen Server aufsetzen und da irgendwie so ein WordPress-Mist oder sowas installieren und nie wieder pflegen ist... Fuck, was willst du von mir? Ach so, ja. Ich hab geupdatet. Frogger Z am Start. Also, ne? Einfach nur eine Kiste installieren, da WordPress draufhauen, ist Pains Champ. Das will man nicht machen und nie wieder updaten. Kann man alles machen, aber da würde ich mich eher ein bisschen mehr mit dem Thema vorher beschäftigen. Aber Minecraft ist zum Beispiel was, wo ich weiß, dass das ganz viele machen wollen. Und wenn ich wirklich nur eine Webseite haben will, da kann man sich vielleicht auch irgendein anderes Hosting holen. Allerdings, es gibt ja mittlerweile viele Static Site Generator Geschichten, sowas wie Hugo und sowas. Das funktioniert folgendermaßen, da fallen dann am Ende, also man macht seine Webseite, ich nenne es mal, kompiliert das am Ende, kommt dann eine statische HTML-Webseite raus und die kann man dann relativ sicher überall drauf laufen lassen, weil solange da nichts dynamisch ist, hat man auch keine Sicherheitsprobleme. Statische Webseiten sind somit das Sicherste, was es gibt. Was soll passieren? Das, was Einfallstore bietet, ist ja nicht der Webserver, also meistens nicht der Webserver, der irgendwelche Webseiten ausliefert, sondern irgendwelchen Backend-Kram, der nicht richtig funktioniert. Also sei es irgendein PHP im Backend oder sei es meinetwegen, weil es im Chat gerade irgendein Node.js, was Probleme hat, irgendein ASP.NET, was nicht richtig authentifiziert hat oder sonstige Geschichten. Das ist ja meistens das, was Probleme hat. Einfach statische Webseiten ausliefern ist eigentlich total problemlos. Node.js kann man da drauf auch laufen. Du kannst da drauf alles laufen lassen. Das ist ja ein vollständiger Linux-Server. Was auch noch beliebt ist, was ich mal ursprünglich verwendet habe, ich glaube, das war sogar der Grund, warum ich mich damals bei Hetzner angemeldet habe. Deswegen heißt mein Account, oder nee, Schwachsinn, ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Die Straße, in der ich wohne bei Hetzner, heißt Unity Media Sackt. Unity Media Sackt 25 oder irgendwie sowas. Weil ich mich damals angemeldet habe, um einen Tunnel aufzubauen für über IPv6 VPN. Das ist nämlich auch was, wenn ihr beispielsweise Vodafone habt und nur Dual Stack Light und ihr wollt euch per VPN nach Hause verbinden, und ihr habt ihr seid in der blöden Lage, mal gucken, ob es da ein schönes Bild zu gibt, und ihr seid in der blöden Lage, ach so, nein, okay. das ist nicht den DS Lite, den ich jetzt gemeint habe, so, das hier meine ich. Und ihr habt beispielsweise, ihr wollt euch per VPN verbinden von unterwegs, wo es nur IPv4 gibt, bei manchen Anbietern, die meisten haben ja mittlerweile IPv4 und IPv6, oder von der Arbeit oder sonst wo, egal, wenn ihr nur IPv4 an einer Ecke habt und Dual Stack Lite, was im Endeffekt ja über IPv6 geht, beziehungsweise der IPv4-Teil getunnelt wird über IPv6 und dann beim Provider rausgeht, also im Prinzip, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, was Vodafone macht bei Dual Stack Lite. Dann braucht man irgendeinen Endpunkt im Internet, der das Tunneln für einen übernimmt. Und dafür hatte ich mich, glaube ich, ursprünglich mal sogar bei Hetzner angemeldet. Alter, ist das Max FPS? Ich weiß, ich höre mich ähnlich an. Ich höre mich ähnlich an, ja. Pains Champ-Witz, ich weiß. Ja, natürlich bin ich's. Guck mal, der Avatar, die Emotes.
Ist der Cousin, genau. Was letzte Preis? Mein Cousin ist dumm, der versteht das eh nicht. Oder wie ging das? Cousin, genau, der Cousin. Cousin. Zumindest, also, was Vodafone macht, ich glaube, das Bild hier ist best. Genau, das ist tatsächlich ein gutes Bild für Dual Stack Lite. Das erklärt es. So, das erklärt nämlich auch, warum ihr keine Ports weiterleiten könnt, wenn ihr Vodafone habt, mit Dual Stack Lite. Was nämlich passiert, wobei, na, so schön ist das Bild dann doch nicht. Das andere war technisch doch ein bisschen besser. Also, wenn ihr Vodafone mit Dual Stack Lite habt, dann habt ihr hier euren Router von Unity Media. Ihr habt eure Windows-Kiste. So, die Windows-Kiste kriegt vom Router IPv4, IPv6 machen die sich irgendwie untereinander aus. Alles gut. So, und jetzt kommt der Witz an Dual Stack Lite. Ihr bekommt nur eine IPv6-Adresse. Und alles IPv4 wird getunnelt über dieses IPv6. Und ihr teilt euch dann beim Anbieter auf Ausgangsseite eine IPv4-Adresse mit vielen anderen Unity Media oder Vodafone-Kunden. Das heißt, Port-Weiterleitung können in diesem Szenario nicht funktionieren. Das ist unmöglich. Es sei denn, Unity Media gibt euch Zugriff auf ihren Router und das werden sie nicht machen. Funktioniert nicht. So, und deswegen braucht man einen Endpunkt im Internet, um das selbst zu tunneln. Und da kann man sich zum Beispiel hier so einen billigen 3 Euro, heute sind es nur noch 2,96 Euro, 2,96 € Cloud-Kiste holen. Eine CPU, 2 GB RAM reicht dicke aus. Und dann kann man das durchtunneln mit dieser Kiste, mit IPv4 als Endpunkt. Das ist zum Beispiel auch was Schönes. Das ist der Grund, warum ich mich damals ursprünglich bei Hetzner angemeldet habe, um sowas zu machen. Ist natürlich nicht der Standardfall, warum man einen Linux-Server irgendwie betreibt. So. Also das Erste ist, was man sich immer Gedanken machen muss, muss die Kiste wirklich ins Internet, ja? Das wird vielleicht Hetzner nicht gefallen, dass ich prinzipiell sage, hey Leute, kauft euch alle unbedingt VMs dort. Aber ich will euch ja keinen, nicht irgendwie, dass ihr irgendwie Sicherheitsprobleme bekommt. Also alles, was nicht ins Internet muss und was nicht im Internet erreichbar sein muss, nicht ins Internet packen. Und das ist übrigens auch so ein genereller Ratschlag. Wenn ihr Sachen erst gar nicht uploadet irgendwohin, dann habt ihr auch später keine Probleme, wenn der Anbieter mal wieder nicht richtig auf seine Zugangsdaten aufpassen kann. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Also, wenn man wichtige Sachen hat, wo man auf gar keinen Fall will, dass die irgendjemand sieht, dann den Scheiß einfach nicht in die Cloud laden, ja? Also mit den Firewalls zeige ich gleich. So, und wenn man sich dann überlegt hat, dass man sagt, okay, ich habe einen Anwendungszweck, zum Beispiel einen Minecraft-Server. Was ist denn Minecraft-technisch gerade, was verwendet man denn für einen Server? Früher war das Bucket, hat man früher, oder irgendwie so hieß das, glaube ich. Bucket oder so. Nein, was verwendet man dann? Nicht Nitrado, das meine ich nicht. Was? Paper? Hier. High Performance Spigot Fork. Mein Gott, also die Minecraft-Serverlandschaft ist auch schon ganz schön schnelllebig. Ich hatte damals auch einen eingerichtet und das war Bucket oder irgendwie so hieß das. Gab's sowas mal? Ah, was? Spigot war Fork von Bucket. Also das heißt, das hier ist quasi der Fork in zweiter Generation von Bucket. Sehe ich das richtig? Es ist bestimmt, es muss Java sein. Ja, ja, Cradle, wenn ich das schon sehe, muss Java sein. Wisst ihr mal, Leute, ich bin zu dumm, in einem Java-Software-Projekt überhaupt zu finden, wo der Source-Code ist. Wo ist denn der Source-Code? Work? Nee. Normalerweise gibt es ja da einen Source-Ordner, aber den gibt es hier nicht. Wo ist der Source-Code? Patches? Ups. Server? Nee. Oh, das ist ja mal... Big Brain, Alter, Git Patches, Dings. Build Data? Nee. Man weiß es nicht, wo der Source Code ist. Ja, das ist natürlich ein blödes Projekt. Paper, das da? Ah, hier. Source? Ach, du große Kacke. Okay, es ist Java-Gedöns. Das gucken wir uns jetzt nicht näher an.
vorbei. Oh, sogar so ein Git-Commit ist Big Brain bei denen. Zumindest, also, ich will ja gar keinen Minecraft-Server jetzt irgendwie vor... Ist mir eigentlich egal, ihr könnt Minecraft-Server verwenden, was ihr lustig seid, ja. Ihr könnt auch den offiziellen verwenden, keine Ahnung, wie der ist. Aber wenn ihr den Anwendungszweck habt und sagt, hey, das will ich laufen lassen, zum Beispiel einen Minecraft-Server für irgendwelche Freunde, oder es gibt bestimmt noch irgendwelche Oldschool-Leute, die einen Half-Life-Deathmatch-Server oder sowas laufen lassen wollen, oder einen CS-Server oder was auch immer, ja. Man hat die Möglichkeit, das lokal zu machen mit irgendwelchen Port-Weiterleitungen, sofern man nicht hinter DS Lite ist. Würde ich aber nicht machen. Du musst Ports weiterleiten auf irgendeinen Server bei dir intern. Das wäre mir nichts. Dann würde ich mir wirklich einen Server mieten. Also sprich, wenn ihr einen Anwendungszweck habt, dann ist das nächste, was ihr euch fragen müsst, Windows oder Linux? Und die Antwort ist relativ einfach, Linux. Und dann, wenn ihr euch dafür entschieden habt, ist die nächste Frage, welche Distribution nimmt man denn für Server? Was gibt's denn da so? Und die ganze Zeit war das so, es gab drei Stück. Es gibt Debian, Ubuntu, es gibt eigentlich immer noch drei Stück, aber... Nein, nicht Arch und auch nicht Gentoo! Garantiert kein Gentoo auf dem Server. Man muss nämlich unterscheiden zwischen, will man ein Desktop-OS oder will man ein Server-OS? Und ganz im Ernst, als Server-OS, Gentoo und Arch ist jetzt vielleicht nicht... so die intuitivste Wahl, ja. So, also das sind eigentlich die drei großen, die es gibt. Es gibt Debian, das ist so das älteste schlechthin, weil ich mir gar nicht sicher bin. Ob Red Hat nicht vielleicht ähnlich alt ist, keine Ahnung. Aber Debian ist alt. Also die drei Dinger gibt's im Prinzip. Ich weiß, es gibt noch mehr, aber das sind so die verbreitetsten. Du hast Debian, du hast Ubuntu Server. Ubuntu ist ein Debian mit noch ein paar Dingern dabei. Gucken wir gleich. So, und dann hast du Red Hat. Das Problem an Red Hat ist, das kostet was. Zumindest das offizielle Enterprise Linux von Red Hat, das kostet was. Und das ist gar nicht mal so billig. Wir gucken uns mal... OnKS... Gucken wir uns mal an, ich weiß gar nicht, wo sieht man da das Pricing mittlerweile. Die Red Hat-Seite ist auch echt Cancer, da findest du gar nichts. Die Red Hat-Seite ist wirklich grausam. Products? Meine Güte, ey. Darf ich das jetzt öffnen, ja? Red Hat Enterprise, Linux. Der Vorteil von Red Hat ist natürlich... Wenn man das gekauft hat und je nach Paket kriegt man dafür auch Support. Der Support ist aber, zumindest das, was ich bisher mit dem Red Hat Support hatte, das war eher so die typische Enterprise Support Geschichte. So nach dem Motto, wir machen ein Ticket auf, der Typ, der das Ticket bearbeitet, schreibt nochmal das gleiche rein in eigenen Worten und fragt, ob man das Ticket wieder schließen kann. Store. Was einfach Store? Dann immer durch auf der Seite von denen. So, also, da seht ihr, das ist gar nicht so billig. Das ist schon ordentlich. Dafür bekommt man, aber das ist für einen Heimgebrauch komplett unsinnig. Ich zeige das jetzt nur mal so der Vollständigkeit halber. Das bringt's nicht. JBoss ist ein Java Application Server. Das bringt sich. Das ist vielleicht was im Enterprise-Umfeld, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt hier ein paar Kisten und möchten sicher gehen, dass im Zweifelsfall auch die nächsten 8 Jahre über, wenn wir spezifische Probleme haben, die sonst keiner hat, jemand für uns Patches macht, was auch immer. Also, und dann reicht übrigens das kleinste Paket noch gar nicht. Das kleinste Paket, wo ist denn hier, da gibt es ja sogar noch Support-Paket-Unterschiede. Das kleinste Paket kannst du, glaube ich, noch nicht mal direkt ein Ticket aufmachen oder sowas. Das lohnt sich eigentlich fast gar nicht, das kleinste Paket zu kaufen. Ich blick da nicht durch. Ist egal, Red Hat verwenden wir eh nicht. Das Schöne an Red Hat war, es gab die ganze Zeit einen Red Hat-Nachbau. Man muss sagen, im Enterprise-Umfeld, also hier Business-Stonks, ist Red Hat sehr beliebt. Und das liegt daran, weil für Red Hat viele Sachen zertifiziert sind. Zum Beispiel war Oracle Datenbank Sachen lange Zeit zertifiziert für Red Hat. Mittlerweile hat Oracle was Eigenes. Die haben nämlich Oracle Enterprise Linux.
Müsst ihr euch nicht alles merken. Ich zeige es nur der Vollständigkeit halber, dass es das gibt. Lasst einfach die Finger von, das ist was, was könnt ihr im Business-Umfeld machen, für privat ist das vollkommen egal. So. Dann gibt es auch noch, sollte man auch noch erwähnen, es gibt noch SUSE. Wie heißt denn das SUSE-Server-Ding? SUSE Linux Enterprise Server gibt es auch noch. Kam mal ursprünglich aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt sind. Meinung zu SUSE, ich find's Pains Champ. Sag, was macht denn das Windows hier für komische Geräusche im Hintergrund? Kann das mal die Klappe halten? Restart now. Also typische Windows-Aktion. Wir haben es angeschaltet, 5 Minuten später Restart now. Wem gehört denn SUSE eigentlich? Jetzt im Zweifelfall gehört es irgendwelchen China-Chinesen oder so. So, SUSE, wem gehört denn das jetzt? Mikrofokus, okay. Okay, die sind anscheinend noch in Nürnberg. Na gut. So. Sollte man auch mal gesehen haben, dass es das gibt. Ist aber jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass es verwendet wird. Den einzigen Fall, wo ich es gesehen habe, war für eine Telefonanlage, wo die Software nur für SUSE zertifiziert war. Was ist die beste Linux-Server-Distribution? Komme ich gleich zu. Ich bin auch Ubuntu-Fan, was das angeht. SUSE brauchst du, wenn du SAP-Support haben willst. Okay, dann weiß ich schon mal, warum ich kein SUSE verwende. Ich will nämlich, also nicht, dass noch einer auf die Idee kommt, man müsste was mit SAP machen. Also dann ist am besten kein SUSE verwenden, dann kann man auch kein SAP haben und dann sind alle glücklich. So, also das gibt's auch noch. SUSE. Aber die meistverbreitetsten kann man sagen, denke ich mal, ist Debian, Ubuntu und Red Hat. Und das Schöne an Red Hat ist, die ganze Zeit gab es dort CentOS, das war ein Nachbau von Red Hat. Also, da muss ich jetzt mal kurz ausholen, so 5 Minuten lang, warum geht das überhaupt? Also, wir haben es ja gesehen, Red Hat verkauft ihren Kram. Warum gibt es davon einen kostenlosen Nachbau? Naja, was alle Linux-Distributionen machen, ist ja im Endeffekt nur, in Anführungsstrichen nur, da gehört einiges dazu, nur Software nehmen und die packagen und anbieten. Also sie nehmen quasi alles, was es so an freier Software gibt, was sie sinnvoll halten, packen das zusammen und veröffentlichen Patches für und bringen da halt quasi so eine Software-Zusammenstellung raus. Ja, das ist ja eine Linux-Distribution im Endeffekt. Das heißt, die Software, die Red Hat in seinem Linux mitliefert, ist eigentlich Open-Source-Software. Das heißt, Red Hat kann da zwar für ihren Service Geld verlangen, oder gut, du darfst auch Open-Source-Software verkaufen, haben wir letztens uns schon mal kaputt gelacht, dass man beim Saturn VLC kaufen kann für 9,99 €. Makishi 1, Dankeschön für den Sub. Also, es ist nicht verboten, Open-Source-Software zu verkaufen. Aber, was du machen musst, ist, zumindest bei den meisten Lizenzen, ist es so, dass wenn du eine Distribution baust und Patches baust und sonst was, du musst deinen Source-Code wiederum veröffentlichen. Das ist ja so einer der Grundgedanken von Linux. Was übrigens auch viel Kritik gibt, dass sobald du Software nimmst und die änderst, du deine Software wieder quasi Open Source machen musst. Ne, wir haben uns gerade die News dazu angeguckt, zu der Microsoft Distro. So, und deswegen ging das mit CentOS, also sprich, Red Hat bietet die Distribution hier von ihnen an, Red Hat Enterprise Linux, musst auch deine Gebühren dafür bezahlen, dass du Zugriff zu den Patches und alles bekommst. Aber was CentOS jetzt gemacht hat, ist folgendes: Nachdem Red Hat ja dazu verpflichtet war oder verpflichtet ist, ihren Source Code offen zu legen, kam dann CentOS her und hat quasi alle Red Hat Bestandteile, die nicht frei waren, wie zum Beispiel das Red Hat Logo, haben die ausgetauscht und haben im Endeffekt Red Hat Linux genommen, haben alles rausgepatcht, was Red Hat ist, und haben daraus CentOS gebaut. So, und CentOS war eigentlich jahrelang das, was man oftmals so im, zumindest so im Bankumfeld, wo ich arbeite, wo was man da gesehen hat.
Die Leute wollten eigentlich ein Red Hat haben, weil eben vieles für Red Hat zertifiziert ist. Aber im Endeffekt haben sie dann unterm Strich CentOS verwendet. Und das ging jahrelang so. Es gab dann noch so einen kleinen Trick. Davon vielleicht darf man gar nicht so laut erzählen, aber ich habe das von vielen jetzt schon gehört, dass das... also das passiert nicht nur an einer Stelle. Es ist zum Beispiel so, dass man ja trotzdem einen im Endeffekt einen Red Hat hat, ein nachgebautes Red Hat hatte man mit CentOS. Das heißt, wenn was kaputt war, hat man vielleicht doch mal ganz gerne den Red Hat Support in Anspruch genommen, was ja nicht ging, wenn man CentOS hat. Also, und das haben wir auch gemacht, also ich weiß es aus erster Hand, man hatte dann 3-4 fette Red Hat Systeme bezahlt mit der größten Lizenz, und immer, wenn irgendein System Probleme hatte, also ein CentOS-System unter anderem Probleme hatte, dann hat man versucht, dieses Problem auf den fetten Red Hat-Kisten nachzustellen und ist dann zu Red Hat gegangen und hat gesagt, hey Red Hat, wir haben ein Problem, könnt ihr das nicht mal irgendwie fixen? Also sprich, die 4 Kisten, die Red Hat installiert hat mit offizieller Lizenz, die hatten gefühlt irgendwie 100.000 Probleme, in Wirklichkeit waren das für alle 5.000 anderen Server. Gut, ich weiß, dass es viele andere auch so gemacht haben, das ist nichts Neues, aber die Preise von Red Hat sind auch echt gesalzen. Das Einzige, was das noch toppt, ist Oracle Enterprise Linux. Und da übrigens, jetzt wo wir schon bei ein bisschen Server-Distribution Geschichtsstunde sind, übrigens, Red Hat Enterprise Linux war ursprünglich auch ein Red Hat-Nachbau. Und wisst ihr, wie Oracle das damals versucht hat durchzudrücken, dass man Oracle Linux verwenden sollte? Die haben gesagt, ja, nur mit Oracle Linux spart ihr bei den Lizenzgebühren. Es ist was, wo ich mich bis heute frage, ob das rechtlich eigentlich in Ordnung war. Also, wenn du zum Beispiel eine Oracle-Datenbank installieren wolltest, auf einem ESX, dann haben die gesagt, also auf VMware, eine VM mit Oracle installieren wolltest, dann hat Oracle damals gesagt, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich vermute mal immer noch so, hat Oracle gesagt, nein, du kannst das nicht einfach so installieren, du brauchst eine Lizenz für die CPU-Kerne auf dem Host. Also sprich, du hast eine VM installiert mit, sagen wir, 4 CPU-Kernen, dann wollte Oracle nicht etwa lizenziert werden für 4 CPU-Kerne, sondern für 32 CPU-Kerne, die der Host hatte, die VM aber überhaupt nicht gesehen hat. Das war damals Lizenzpolitik von Oracle. Wahrscheinlich ist das heute immer noch so. So, und dann kam Oracle um die Ecke und hat gesagt, aber, Moment. Wenn ihr Oracle Enterprise Linux verwendet, dann ist das nicht so. Dann könnt ihr das alles machen. Und nachdem Oracle Enterprise Linux ja ein Red Hat Nachbau war, haben viele gesagt, okay, wir verwenden für unser Oracle-Zeug einfach Oracle Enterprise Linux. Ich frage mich bis heute, ob das nicht irgendwie Ausnutzung ihrer Stellung war, keine Ahnung. Aber anscheinend ist das okay gewesen. Ja. So, gibt's auch noch, verwendet kein Mensch, nur um das. Also die einzige, die es verwenden, ist, um Oracle-Lizenzgebühren zu sparen. So. Ich weiß, Oracle hat jetzt eine eigene VM-Geschichte. Ich habe vergessen, wie es heißt. Das habe ich auch schon mal das Webinterface von gesehen, war ganz, ganz grausam. Es ist wurscht. So. Nächstes ist, CentOS war ein Nachbau von Red Hat, das gibt es jetzt nicht mehr und das ist das größte Problem. CentOS hat gesagt, CentOS wird es ab Red Hat Enterprise Linux 8 in der Version nicht mehr geben. Was natürlich scheiße ist, wir haben by the way auf der Arbeit auch über 5000 Kisten CentOS, das wird noch lustig, 7er aber. Und das gibt es nicht mehr, das ist natürlich ein Problem. Das hat ganz viele, gerade die CentOS verwenden, ganz viele dazu gebracht, jetzt zu sagen, ob das noch die Zukunft ist, ich weiß es nicht. Und es gibt jetzt einen neuen CentOS-Versuch, das ist Rocky Linux, aber Rocky Linux ist noch nicht so etabliert, wie das CentOS war. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe auch in the wild noch keine Rocky Linux-Installation gesehen, die versuchen das gleiche zu machen, wie CentOS quasi Red Hat nachzubauen. Warum gibt's das nicht mehr? Weil das Projekt eh schon zum größten Teil Red Hat gehört hat und Red Hat gesagt hat, sie wollen das nicht mehr haben. Pech. So, und bei uns ist es jetzt folgendermaßen gelaufen. Wir haben ganz viel CentOS, aber wir ziehen ja auch relativ viel in die Cloud um. Und was wir auf der Arbeit jetzt sagen ist, wir verwenden für alles neue Ubuntu. Fertig.
guckt Red Hat auch in die Röhre. So, und da sind wir schon. Ich lese übrigens gleich den Chat und beantworte die Sachen, die noch drin stehen. Da kommen wir jetzt mal nämlich zu den zwei wichtigen Sachen, auch für den Heimbereich. Das war so hier Business Enterprise Stonks Exkurs, was Linux angeht. Dankeschön für den Sub, Stripes07. Er hat dem Renax eingegiftet. Excellent, der hat's verdient hier. So, und da kommen wir nämlich zu zwei Betriebssystemen, Linux Server technisch, die für den Heimbereich eigentlich mit am interessantesten sind. CentOS war auch interessant, solange es das gegeben hat, aktuell war, aber das hat sich ja erledigt. Rocky Linux wird vielleicht noch interessant. Es gibt Debian. Debian ist eigentlich so das Oldschool Linux schlechthin. Guck mal, das geht los von 1993. Also Debian ist so das Oldschool-Ding schlechthin. So. Das ist immer noch sehr beliebt und gehört eben mit Debian, Ubuntu und CentOS zu den großen drei Distributionen, die serverseitig verwendet werden. 1993 war da Max noch jung, ja, das stimmt, ich bin 1984 geboren. Da war ich 9. Da war ich aber noch nicht Zoomer, weil Zoomer gab es damals noch nicht als Bezeichnung. Da war ich Boomer, ohne zu wissen, dass ich mal Boomer werde. Wie nennt man das dann? Pre-Boomer. Was für ein Linux-Distro? Das ist Manjaro mit i3-VM. So, also Debian ist alt. Debian ist aber gleichzeitig eines der stabilsten Distributionen, die es gibt. Und deswegen ist das auch serverseitig so beliebt. Es gibt auch Leute, die betreiben den Desktop auf Debian. Also man muss sagen, Debian ist keine Distribution, die sagen, wir sind eine Server-Distribution in dem Sinn. Doch, sagen sie schon, aber eigentlich sagen sie, wir sind Debian Linux, ihr könnt uns für alles verwenden. Also du kannst es für Desktop verwenden, für Server, für was auch immer. Debian ist Debian. Das Problem bei Debian ist, dadurch, dass das so stabil ist, also die erkaufen sich die Stabilität ein bisschen dadurch, dass ihre Software alt ist. So. Also sprich, wenn eine Debian-Distribution, was ist die aktuelle? Buster? Ist Buster das aktuelle Debian? Haben wir da irgendwie eine History? Und Debian. Ja. Ja, Buster ist aktuell. Guck mal, Buster kam raus 2019 und das ist das Problem von Debian. Debian ist, also was heißt das Problem? Das ist ein Nachteil von Debian, das kann aber auch gleichzeitig ein Vorteil sein. Also das Ganze kam vor 2 Jahren, 2019, raus. Und die Software, die dabei war, die war damals schon nicht die neueste. Also ihr könnt euch vorstellen, Debian-Pakete sind in die Jahre gekommen. Gerade wenn die Distribution schon ein paar Jahre auf Buckel hat, bis das nächste Stable rauskommt. Und ihr seht es ja hier, zwischen so zwei Debian-Releases liegen so 2 Jahre. Das heißt, wenn die Software schon nicht die neueste ist, wenn das rauskommt, ist es 2 Jahre später eh komplett hinüber, ja, wenn du so willst. Aber es geht. Der große Vorteil davon ist halt, der Kram ist stabil. Also wenn du was Stabiles haben willst, dann kannst du mit Debian nicht viel verkehrt machen. Raspberry Pi ist mit Debian quasi groß geworden. So. Das bietet sich natürlich für Server an, weil bei Servern ist es erst einmal wurscht, ob du den neuesten GNOME-Desktop oder sonst was bekommst. Wichtig ist eher, dass dein Kram funktioniert. Und stabil ist. Deswegen ist Debian im Serverumfeld so beliebt. Und ein Vorteil, was Debian noch hat, ist, Debian kann man ziemlich minimalistisch installieren. Also Debian hat einen Net-Installer oder einen Minimal-Installer. Der hat, glaube ich, weiß nicht, vielleicht hat es einer von euch mal ausprobiert, irgendwie 150 MB nach der Installation. Also du kriegst quasi ein komplett lauffähiges Betriebssystem mit 150 MB. Das ist nicht groß. So ein Standard, so ein Minimal-Debian. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich klein. Ja klar, wenn du dann Sachen nachinstallierst, dann hast du trotzdem wieder viel drauf, aber standardmäßig hast du erstmal wirklich ziemlich, ziemlich minimalistisch, ja. So, und hier neben sieht man auch die Package-Auswahl. Es gibt, vermute mal, dass es die Packages sind. Genau, also Debian bringt mittlerweile 57.000 Pakete mit. Also Pakete, quasi Software. Was ziemlich groß ist. Ich würde aber sagen, dass sich das gar nicht so viel nimmt.
Also die wichtigsten Sachen gibt es unter allen größeren Distributionen. Die Distribution mit der größten Paketauswahl, wenn wir jetzt mal alle Linux-Distributionen nehmen, würde ich sagen, ist tatsächlich Arch Linux oder eventuell Gentoo, wenn man Kram selbst kompilieren will. Aber Arch mit User-Repos dürfte an Softwareauswahl kaum zu überbieten sein. Da hast du ja wirklich jeden noch so größten abgedrehten Schwachsinn drinne. Mit dem Unterschied, das interessiert dich auf dem Server halt nicht. Deswegen ist Debian servertechnisch sehr beliebt, ja. Du hast alles Wichtige dabei. Du hast es auch meistens relativ gut vorkonfiguriert, dass du, wenn du es installierst, halt ordentlich Basic-Configs hat. Und es ist stabil. So, deswegen ist Debian beliebt. Nachteil von Debian ist, die Software ist alt. So, und dann kam ein bisschen danach, Debian ist von 1993, irgendwann so, ich sage jetzt einfach mal 10 Jahre später, ich bin mir nicht ganz sicher, 10 Jahre später kam dann irgendwann mal Ubuntu aus Top Südafrika. Oder wie die Amis sagen, Jubuntu. Jubuntu. Wie Fan Zulu, genau. Ich glaube aus Südafrika kommen die. Ja, guck mal, war schon mit 10 Jahre später gar nicht so weit nebendran. So, also ungefähr 10 Jahre später kam dann Ubuntu und die haben Folgendes gemacht. Die nehmen Debian als Grundlage, also die verwenden die gleichen Packages wie Debian, also das gleiche Package-Format wie Debian, nur, die haben ein paar Sonderlocken, ja, nur, dass Ubuntu sagt, wir machen jedes halbe Jahr eine neue Distribution und für Leute, denen Stabilität wichtig ist, machen wir einen Long-Term-Support-Release. Das heißt, guck mal, ob es da was Besseres gibt als diese Tabelle hier oben. Ubuntu hat auch so seine Eigenheiten, genau. Hier sieht man die Ubuntu-Releases ganz gut. Also ihr seht, es kommt jedes halbe Jahr ein neues Ubuntu raus, aber alle 2 Jahre, so ungefähr wie Debian, alle 2 Jahre gibt es ein LTS-Release, was dann aber auch richtig lange, nämlich guckt euch mal hier an, 5 Jahre ist das, glaube ich, ne? Haben die das jetzt nicht verkürzt seit 2004? Ne. Aber guck mal, es ist 5 Jahre aktuell. Also das ist im Prinzip so das Beste aus beiden Welten, wenn man das so will. Deswegen habe ich ursprünglich auch mal gesagt, okay, ich verwende nur noch Ubuntu auf meinen Kisten. Also nicht auf der Arbeit, sondern für alle anderen. Weil ich irgendwie mal auf den Geschmack gekommen bin, habe ich gesagt, okay, Ubuntu LTS ist eigentlich eine super Geschichte. Du kriegst 5 Jahre lang Patches. Du kriegst 5 Jahre lang teilweise Softwareaktualisierung. Also es ist nicht 5 Jahre lang uralt wie Debian. Zumindest was Kernel und sowas angeht, mit Patches und allem möglichen. Die haben ja als, wie hieß der Kram? Meltdown und Spectre rausgekommen ist, da haben die teilweise noch 4 Jahre alte Linux-Geschichten rückwirkend gepatcht. Also das ist eigentlich eine richtig gute Geschichte. LTS ist Long-Term Support. Also du siehst die normalen Ubuntu-Versionen, die sind immer quasi aktuell ungefähr bis zur nächsten Version und alle 2 Jahre gibt es eine LTS-Version. Das könnte man so sehen, entweder man braucht die neuere Software, dann nimmt man das da, zum Beispiel auf dem Desktop, oder man nimmt das da. Aber man kann genauso gut Debian verwenden, wenn man das will. Also ich würde sagen, es nimmt sich eigentlich nicht viel. Du kannst Debian verwenden, genau. Debian hat ja auch sowas. Debian schmeißt ja den Kram nicht weg, das sieht man ja hier zum Beispiel dran. Debian schmeißt den Kram ja auch nicht weg. Also sprich, wenn das hier nicht mehr aktuell ist, also wenn bald kommt Dings hier, Bullseye, raus, nächsten Monat oder so, genau, 24. August, dann wird das hier all stable, so wie das jetzt Stretch ist. Also sprich, guck, das geht dann bis 2024. Also die haben ungefähr das Gleiche. Also deswegen, worauf ich hoffe, das nimmt sich nicht so viel. Es gibt Debian auch als Extended LTS, das habe ich noch nie verwendet. Aber das haben die hier auch, du kannst denen auch Geld geben. Aber 5 Jahre ist, finde ich, schon eine super Geschichte. Egal ob jetzt Debian oder Ubuntu, also bei 5 Jahren kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Und gerade im privaten Bereich ist das auch erstmal wurscht. Zumindest, das ist so der hauptsächliche Unterschied. In der Regel kannst du sagen, Debian ist halt sehr darauf ausgelegt,
minimalistisch zu sein und viele Pakete zu haben, aber halt stabile Software und nicht unbedingt die aktuellste. Und Ubuntu sagt halt, okay, wir... Achso, und eine Sache, auch noch ein großer Unterschied ist, Debian ist äußerst strikt, was das Mitliefern von Paketen angeht. Also, wenn Debian auch nur den kleinsten Zweifel daran hat, dass die Rechte an der Software nicht geklärt sind oder dass in irgendeiner Software irgendwelche Binaries mitgeliefert werden, die nicht Open Source sind, ursprünglich oder was auch immer, dann lehnt Debian den Kram ab. Also Debian legt sehr viel Wert drauf, dass sie minimalistisch sind, große Software aus haben, aber quasi Open Source um jeden Preis. Gibt Leute, denen das gefällt. Gibt da Leute, die sagen, okay, mir wäre es lieber, man hat vielleicht noch ein bisschen mehr Auswahl, aber scheiß drauf, ob das jetzt frei ist oder nicht. Und Ubuntu hat ein bisschen so die Taktik, sie liefern eben auch Sachen mit, die vielleicht ein bisschen fragwürdig sind. Zum Beispiel Nvidia-Treiber. Nvidia-Treiber werdet ihr auf Debian so in der Form nicht sehen. Bei Ubuntu ist das kein Ding. Bei Ubuntu musst du zwar auch sagen, okay, ich weiß, was ich da mache, die fragen dich nochmal, aber du kriegst zum Beispiel Nvidia-Treiber für deine Grafikkarte unter Ubuntu. Unter Debian kannst du das vergessen. Du kannst das alles selbst machen, ja, aber du kannst nicht drauf irgendwie drauf hoffen, wenn das da irgendwelche unfreie Binary-Sachen drin sind, dass Debian das mitliefert. Selbst AMD-Treiber auf Debian. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ewig keine Hardware-Linux-Geschichte mehr mit Debian ausprobiert. Zumindest vor, frag mich nicht, wann war das? 5-6 Jahren oder so, wo ich das zuletzt probiert habe im Notebook. Da war das unter Ubuntu easy as fuck. Du hast das installiert. Der hat sogar gesagt, hey Jungs, wir haben eine Nvidia-Karte erkannt. Willst du Nvidia-Grafikkartentreiber installieren? Alles gut. Es kann sein, dass sich das mittlerweile gebessert hat. Dass Nvidia jetzt auch Dinge hat, die kompatibel sind zu ihren, zur Debian-Philosophie, keine Ahnung. Ach so, ja, das gab's vorher auch schon. Genau, du kannst unfree, du kannst non-free anmachen in Debian, ja. Aber das ist gut zu wissen, dass es jetzt einfacher ist. Zumindest sind so die grundsätzlichen Unterschiede. Allerdings, man muss jetzt mal Ubuntu nicht so sehr loben. Die haben auch ein paar Sachen, wo ich mir denke, warum muss das sein? Das gucken wir uns jetzt auch gleich an. Zum Beispiel ist Ubuntu der Meinung, so ein eigentlicher so Package Manager alleine reicht uns nicht. Wir haben so ein eigenes Ding noch gebaut, weil wir sind cool und wir sind Canonical und wir sind die geilsten. So, die haben sich sowas ausgedacht wie Snap. Snap Store. Gibt es dann sowas hier? So. Das war mal gedacht, tja, gute Frage, als was war das eigentlich mal gedacht? Mocha S, ja. Es war so als App Store oder so mal gedacht, keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Zumindest versuchen die unter Ubuntu dir manchmal Snaps unterzuschieben. Also Snaps sind keine klassischen Debian-Pakete mehr, so wie die meisten Sachen nur Debian unter Ubuntu, sondern Snaps sind quasi eigene Images, die als Container laufen, die aber so ins System integriert werden, als wären sie keine Container. Komisches Zeug, ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, warum man das braucht. Es ist auch nicht das Einzige. Du hast Snap, dann hast du App-Image-Geschichte, dann hast du, wie heißt das andere? Ich hab's jetzt ganz vergessen. Wie heißt das andere Ding nochmal, was es gibt? Flatpak? Flatpak, genau. Flatpak gibt's auch noch. Zumindest, ich habe damit gar kein Problem, dass es diese Techniken gibt. Das ist ja alles schön und gut. Was ich dumm finde an Ubuntu ist, dass sie dir das teilweise unterschieben. Wenn du nämlich unter Ubuntu Chrome installierst, dann installiert er nicht einfach einen Package Chrome, sondern der installiert erstmal Snap und lädt sich das aktuelle Chrome Snap runter. Das finde ich total hängen geblieben. Das ist Pains Champ. Dass es den Kram gibt, habe ich keine Schmerzen mit. Dass quasi aber über den normalen Up-Package Manager Sachen installiert werden, die keine Up-Packages sind, finde ich doof.
Also das ist das, was mir an Ubuntu auf den Keks geht. Und dann gibt es noch was, was mich unter Ubuntu nervt. Wahrscheinlich werdet ihr euch denken können, das ist NetPlan. Irgendjemand bei Ubuntu oder bei Canonical ist auf die glorreiche Idee gekommen und hat gesagt, hey, wir haben eine einfache Netzwerk-Config. Wir haben eine einfache Netzwerk-Config in Textform, die jeder versteht. Wir machen jetzt eine einfache Netzwerk-Config in Textform, aber in YAML. Warum auch immer. Ich habe mich mittlerweile auch dran gewöhnt, aber ich weiß bis heute nicht, warum man das braucht. Ich verstehe es nicht. So, soweit die Übersicht über so die gängigen Betriebssysteme Linux-Server-technisch. Und eine Sache habe ich ganz am Anfang gesagt, aber jetzt sind mehr Leute da. Sage ich das nochmal. Nicht einfach random irgendeinen Server ins Internet stellen, wenn es nicht sein muss. Ja? Am besten und sichersten ist die Sache immer noch, wenn es erst gar nicht erreichbar ist. Was nicht läuft, kannst du nicht angreifen. Was nicht erreichbar ist, kannst du nichts machen. Wenn du aber einen Anwendungszweck hast, wie beispielsweise Minecraft-Server für euch und eure Freunde, oder ihr habt Vodafone, Dual-Stack-Client, wollt euch irgendwie durchtunneln, oder ihr habt irgendeine öffentliche, statische Webseite, die ihr hosten wollt, dann könnt ihr das machen. Zum Beispiel, gibt ja mehrere Hosting-Anbieter, aber zum Beispiel könnt ihr das Ganze machen bei Hetzner Cloud. Hetzner Cloud ist, finde ich, ganz praktisch. Ich habe ja da einiges drauf laufen, unter anderem den Preis-Champ. Der Preis-Champ läuft auch auf Hetzner Cloud. Weil es gerade im Chat einer schreibt, NetCap habe ich probiert, die wollten von mir eine Personalausweiskopie und da hatte ich keinen Bock drauf. So, der Preis-Champ läuft auch auf Hetzner Cloud. Preislich sind die gar nicht schlecht, auch wenn du findest, man wird immer was finden, was irgendwie billiger ist. Man wird immer was finden, was irgendwie billiger ist. Aber ich bin der Ansicht, preis-leistungstechnisch sind die super. Und dazu kommt, das Ganze ist stündliche Abrechnung. Das heißt, du bezahlst auch nur das, was du wirklich, wirklich bezahlst. Das ist auf dem Vormarsch. Das haben viele andere Cloud-Anbieter auch mittlerweile. Also, wenn du beispielsweise mal guckst zu DigitalOcean oder sowas. Die haben das auch, minütliche oder stündliche Abrechnung. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du brauchst eine fette Kiste, um was zu berechnen, 32 Kerne, 128 GB RAM, 330 Euro. Bei anderen Hosting-Anbietern hast du dann die Sache, okay, du musst das monatlich, zum Beispiel bei 1&1 oder sowas, ja. Du musst das monatlich abrechnen, das ist natürlich Painschamp. Niemand braucht diesen Kram einen Monat lang. Normalerweise, ja. Ich habe mal OpenStreetMaps preprocessed für Routing-Informationen. Und ich habe die Kiste halt 4 Stunden gebraucht. Und dann hat sich das echt gelohnt. Ich habe dann am Ende irgendwie, was ich 2 Euro bezahlt, anstatt 330 Euro, und war fertig nach 4 Stunden. Das war einfach zu viel für meinen lokalen Rechner. Dafür ist das äußerst praktisch. Also ich finde, preis-leistungsmäßig sind die wirklich super. Deswegen, wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, Ausrufezeichen Hetzner in den Chat. Eine Runde Sellout-Modus starten. Kriegt ihr 20 Euro Startguthaben mit meinem Gutschein. So, und jetzt fangen wir mal an. Man kann übrigens lange drüber diskutieren, welchen Anbieter man da jetzt nimmt. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man muss gucken, was für Standorte hat das Ganze. Also sprich, braucht man beispielsweise ein Rechenzentrum in Indien oder sowas, dann braucht man halt einen, der ein Rechenzentrum in Indien hat. Was ist einem wichtig? Es gibt die unterschiedlichsten Anbieter, aber ich kann halt sagen, ich verwende Hetzner selbst schon lange. Ich hatte damit wenig Probleme und preis-leistungsmäßig sind die auch super. Hetzner will auch eine eine Identitätsprüfung für den Gutschein. Keine Ahnung, ich habe meinen Gutscheincode selbst nicht ausprobiert. Wollen sie nicht? Wisst ihr? Keine Ahnung. Ich habe meinen Gutscheincode selbst nicht eingelöst bis jetzt. Hast du keine Facecam? Nee. Ich habe höchstens Catcam. So. Und es geht schon bei kleinen Kisten los von 3 Euro im Monat. Also sprich, was ist das?
0,005 Euro. Was ist denn das? Ein halber Cent die Stunde, sehe ich das richtig? Ist das ein halber Cent die Stunde? Was auch immer. Es ist auf jeden Fall nicht teuer. Warum wird Snap eigentlich von so vielen gehasst? Ich kann es hier gar nicht so hundertprozentig erklären. Warum ich Snap nicht mag, ist, weil die dir über normalen Package Manager was unterschieben. Irgendwie hat hier deine Cam außer du. Cringe! Alter, huge, massive cringe. Also wenn das jetzt schon cringe ist, dann ist alles cringe, oder? Wäre es nicht mehr cringe, wenn ich eine Cam hätte und da irgendwelche komischen Dinger davor jetzt machen würde? Wie kann was nicht vorhandenes cringe sein? Cringe, Bruder, cringe, Alter. Weird Champ. So, also fangen wir mal an. Jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen Technikgeschichte. Alles ist cringe, ja. Richtig cringe. Warum ändern sich die Preise? Weil das dynamisch ist. Ich glaube mal, je nach Auslastung. Also am Anfang waren wir bei 2,96 €. Die Preise schwanken. Das schwankt so immer um 3 Euro rum. Die Preise sind agile. Genau. Du hast auf Italien, echt? Wo habe ich... Ach, guck mal, ich habe auf Italien... Ehemals ja noch auf Deutschland. Lul, Italien, Alter. Warum? Jetzt ein paar 2,6. Aber die schwanken trotzdem manchmal. Das ist normal, dass die manchmal schwanken. Hast du mal ein Haskell programmiert? Nein. So, also fangen wir mal an. Ich gucke jetzt gleich nochmal in Chat, falls ich irgendwas übersehen habe. Wo habe ich denn hier meine Serverkonsole? Also sagen wir zum Beispiel, ihr wollt einen Minecraft-Server hosten oder irgendwas. Wir machen jetzt wirklich die Basic Steps für Linux-Server anlegen, Key generieren und das Ganze. Wir sind ja super modern, wir machen das Ganze unter Windows 11. Weil Windows 11... Oh, nee. Ah, ho. Nochmal Restart, habe ich doch schon. Wie oft soll ich den Kram noch nachspielen? Ich habe das jetzt schon, glaube ich, zweimal restartet. Warum nicht unter Linux? Naja, weil die meisten Leute das unter Windows verwenden. Wir machen es normalerweise immer unter Linux, alles Mögliche. Aber die meisten Leute verwenden Windows. Und wir machen das nicht mit Putty, das sage ich euch auch gleich. Putty ist Pains Champ in the S. Was hat das jetzt für Schmerzen, Restart? Oh, okay. Vielleicht fangen wir doch unter Linux an, bis das durch ist. Stimmt, PowerShell hat jetzt tatsächlich auch SSH, ne? So, lass mal überlegen. Wo fangen wir an? Also ich habe mich jetzt drüber ausgelassen, was es für verschiedene Server-OSs gibt. Das sieht man hier übrigens auch. Also man hat zur Auswahl, wenn man Server anlegt, ist übrigens bei allen Anbietern ungefähr ähnlich. Das sieht ein bisschen anders aus, aber so die grundsätzlichen Sachen sind meistens, kann man meistens übertragen, ja. Also Hetzner hat halt in Nuremberg, in Falkenstein oder in Helsinki, ich nehme eins von den beiden meistens. So, und das ist im Prinzip das Nächste, was ich vorhin schon gesagt habe. Beliebte Betriebssystem Ubuntu, Debian, CentOS. CentOS hat sich ein bisschen ins Aus befördert. Dann haben sie noch Fedora. Fedora ist quasi das Community oder das Desktop Red Hat, wenn man so will. Was gibt es bei Apps New? Wo? Was? Apps New? Keine Ahnung. Ach, hier! Da kannst du irgendwelche vorgefertigten Dinger schon gleich drauf haben. Also wenn ihr mal Sicherheitsprobleme haben wollt, dann macht einen WordPress-Server öffentlich im Internet mit allen Ports weitergeleitet. Easy. Nee, das machen wir nicht. Wir machen keinen WordPress. Ich gehe mal davon aus, das habe ich noch nicht ausprobiert, das können wir das nächste Mal vielleicht auch mal ausprobieren. Ich gehe mal davon aus, dass das im Endeffekt ein Base-Image sein wird, was auch immer sie da nehmen. Ubuntu, Debian, keine Ahnung. Und dass danach halt ein Installer-Skript läuft oder irgendein Ansible-Skript oder was auch immer, was das quasi schon einrichtet, dass du es nicht selber machen musst. Warum sind die Chrome-Symbole bei dir blau? Weil es ein Chromium ist und kein Chrome. Ich habe auch einen normalen Chrome.
aber auch normalen Chrome. Windows, was willst du von mir? Remind me. Ja, ja. Alles klar. Gut. Progress. Hat's geschafft. 4 Stück. Okay, was willst du, Windows? Warum ist mein Kalender auf Japanisch? Ah, Windows, was ist hier los, Alter? Was macht es? Piss dich, Aldo. Was macht's? 5 Fenster Xbox Store, not signed in, Alter. Ah, hör auf, Windows, geh weg. Das ist ja wieder wirklich ätzend. Ich weiß schon, Windows ist cringe, Leute. Nicht, dass ich keine Webcam habe. Wenn was cringe ist, dann ist es das hier. So, also wir legen jetzt erstmal eine Kiste an. Im Prinzip bei jedem Anbieter ähnlich, bei Headset funktioniert folgendermaßen. Ihr wählt erstmal die Location aus, dann sucht ihr euch irgendein Betriebssystem raus. Wir nehmen jetzt Ubuntu 20.04. Warum 20.04? Weil es das letzte LTS ist. Wer jetzt richtig Big Brain ist, Leute, wann ist das nächste Ubuntu LTS? Wann kommt das nächste Ubuntu LTS? 22.04, korrekt. Ich gebe zu, war jetzt nicht so kompliziert. Ja. 20.04. Die Sachen sind erstmal vollkommen wurscht. Einfach Standard lassen. So, und das hier ist das, was es kostet. Man muss nämlich wissen, und das ist ein bisschen trickreich bei Hetzner. Ich vermute ja mal, es ist Absicht, aber man muss es wissen. Man könnte jetzt ja auf die Idee kommen, zum Beispiel zu sagen, okay, ich brauche diese Kiste, weil ich will 3 Kerne haben und 4 GB RAM. Könnte man jetzt ja sagen. Die Sache ist nur die, ich zeige euch das jetzt gleich mal. Die Sache ist nur die, genau, he lacks critical information, die Sache ist die, was cool ist und was normalerweise total easy funktioniert, eigentlich wirklich Pluspunkte auch von der Hetzner Cloud sind, du kannst das dynamisch skalieren. Ich zeige euch das mal. Wir nehmen jetzt die kleinste Kiste. Ich mache mal einen SSH-Key dran. Ne, machen wir nicht. Wir machen es ohne SSH-Key. Ich zeige euch nämlich gleich, wie man das alles macht. So, Server. Was hat er hier für Schmerzen? No SSH-Key selected. Root-Passwort per Mail. Alles klar. So, anlegen. So, und jetzt gibt es ein paar Sachen, worauf man achten muss. Hostname, sogar IP leaked. Ihr könnt den Server wieder DDoSen, wenn ihr wollt. Macht ihr mal. So, und jetzt kann man Folgendes machen. Die Kiste hat jetzt ein CPU-Kern und 20 GB Festplatte, 2 GB RAM und kostet 2,96 € im Monat. Jetzt könnte es ja sein, und das ist eigentlich ein super Feature, jetzt könnte es ja sein, dass man sagt, hey, ich brauche was Größeres. Also sagen wir mal, ihr habt den Server eingerichtet. Okay, wenn man jetzt noch schreiben könnte. Ihr habt den Server eingerichtet und sagt, ah, das reicht nicht, was ich habe an... Sag mal, bin ich jetzt blöd, das zu finden? Also wenn ihr sagt, mir reicht dieser eine CPU-Kern nicht, wir brauchen jetzt, sagen wir, 3 oder 16. So, ihr könnt diesen Server on the fly, oder on the fly vielleicht nicht, ihr könnt den Server skalieren, ohne dass ihr ihn neu installieren müsst. Das muss ich jetzt bloß mal finden, wo das Ganze ist. Ich glaube bei... Die hatten nicht irgendwie ein Scale? Rescale, genau. Ein Ad im Titel. Ja, aber ich habe hier oben. Bam. So, ihr könnt den Server rescalen. Zum Beispiel, okay, wir haben jetzt so eine super geile, beliebte Anwendung, dass wir sagen, hey, mit einem Kern kommen wir nicht hin, wir wollen 3 CPU-Kerne. Jetzt kann ich das scalen, ohne dass ich es neu aufbauen muss, auf 3 Kerne. Aber jetzt muss man aufpassen. Wenn ich das jetzt... Achso, ich muss den, glaube ich... Genau, hier steht es nämlich schon drauf. Wenn ich die Festplatte mit skaliere, dann kann ich es nicht mehr downscalen. Also, normalerweise hat diese 3-Kernkiste hat ja mehr SSD als die 1-Kernkiste. Wenn ich aber die Festplatte mit skaliere, guck, wenn ich das jetzt zum Beispiel rausnehme und das hier hochskaliere,
dann kann ich nie wieder downscalen. Also ich kann nur upscalen Festplattenspeicherplatz, aber nicht downscalen. Das heißt, wenn man sowas macht, bietet es sich eigentlich immer an zu sagen, hey, mach nur CPU und RAM. Dann kann ich nämlich, ich mach das jetzt, was hat er für Schmerzen? Achso, ja, okay. Machen aus. So, dann kannst du das Ganze rescalen und nach ein paar Minuten hast du einen Server mit 3 Kernen. Und dann kannst du das auch wieder runterscalen. Wenn wir jetzt das Gleiche gemacht, also wenn wir das jetzt anders gemacht hätten, so wie ich das am Anfang machen wollte, dass man nämlich sagt, man nimmt hier den da, weil ich ja 3 Kerne haben will, den kann ich nicht downscalen. Der passt, ich glaube, der passt automatisch das Filesystem an, ja, aber halt nicht runter. Nur nach oben, weil runter kannst du ja schlecht wissen. Ja. Also wenn du das hier jetzt auswählst, dann kannst du nie wieder downgraden auf den da. Das heißt, was ich empfehlen würde, wenn man nicht den Speicher braucht, wenn man den Speicher braucht, ist wieder was anderes, aber dann kann man sich auch eine zusätzliche Storagebox dranhängen, wenn man wirklich den Speicher braucht. Also wenn man wirklich Speicher braucht, kann man sich zusätzlich hier auch noch welchen erstellen, der übrigens gar nicht so teuer ist. Achso, ich darf nicht. Darf nicht mehr. Der gar nicht mal so teuer ist für das, dass es direkt mountbarer Speicher ist. Die Storage Box kostet hier... Boah, das ist nicht so teuer. 10 Terabyte, 487 Euro im Monat. Also nicht so teuer im Vergleich zu anderen Anbietern. Wenn du mal bei Azure guckst, bei Azure kostet das irgendwie, frag mich nicht, 20.000 Euro im Monat. Oder sowas. Das ist nicht sonderlich teuer, 10 Terabyte, 487 Euro. Das geht schon. Also wenn ich Zusatzspeicher bräuchte, dann würde ich das wahrscheinlich hier drüber machen. Oder, was ihr auch machen könnt, was ihr auch machen könnt, wenn ihr wirklich sagt, hey, mir ist das nichts und ich brauche auch die ganzen Features nicht, die man hier in der Cloud hat, ihr könnt natürlich immer noch auf die Server-Auktion gehen und da eine richtig fette Hardware-Kiste nehmen. Das ist dann aber nicht minütlich abgerechnet, nicht stündlich abgerechnet, das ist dann monatlich so klassisch, wie man das Ganze kennt. Kann man auch machen. Aber ich würde es wahrscheinlich so machen, wenn ich eine Kiste bräuchte mit Zusatzspeicher, dann würde ich es wahrscheinlich hier drüber machen. Ja. Natürlich gibt es noch total abgedrehte Varianten. Man könnte sich auch, ich sag nur, was man machen könnte, nicht, dass ich das jetzt unbedingt empfehlen würde. Man kann natürlich auch sowas machen wie, man kauft sich hier eine Kiste für 33 Euro im Monat mit dem Speicher, wobei das ist keine SSD, wir müssen erstmal SSD. Ja, da wird es nämlich schon ein bisschen teuer. Ihr kauft euch hier irgendwas, was billiger ist und dann macht ihr da, mountet ihr das irgendwie über ISCSI oder was auch immer auf eure Kiste. Kann man alles machen, die einfachste Variante und auch vom Handling am einfachsten ist, wenn ihr das hier drüber macht. Legt ihr einfach ein neues Volume an und wählt dann bei der Server-Erstellung aus, dass das an die Kiste drangehängt wird. Dann habt ihr nämlich nicht dieses Rescale-Problem und das ist das, was ich jetzt zeigen will. Dann habt ihr nicht dieses Rescale-Problem und ihr könnt jederzeit die Kiste auch wieder kleiner skalieren, weil das ist wichtig, wenn man Geld sparen will. Oder im Strich wollen wir ja Geld sparen. Jetzt kostet die Kiste nämlich, also jetzt bezahlt ihr nämlich die 3-Kern-Kiste, also jetzt bezahlt ihr gerade, oder ich, besser ist ja mein Account, ich bezahle jetzt 8,21 € im Monat, aber angenommen, ich will jetzt wieder runter skalieren, weil ich weniger brauche, dann kann ich das machen, dann gehe ich einfach wieder hier drauf, rescale und gehe wieder runter auf 1 Kern. Funktioniert wunderbar, solange ich nicht, und das ist das, worauf ich raus will, solange ich nicht die Festplatte mit scale. So, jetzt haben wir eine Einkernkiste. Darauf muss man achten. Das ist das, worauf ich jetzt raus will. Lange Rede, kurzer Sinn, ja? Also, wenn ihr Zusatzspeicher braucht, dann macht es über den Volume und lasst die Platte, die Systemplatte am besten klein, wenn ihr hoch und runter skalieren wollt. Ja. Zum Beispiel hatte ich das so, nur mal so, dass das gar nicht so unsinnig ist. Den Preis-Champ hatte ich bei Release, weil ich nicht wusste, wie viele Leute draufgehen. Hatte ich zum Release mal hochskaliert auf 16 Kerne.
einfach zum Gucken, dass es auf jeden Fall nicht abkackt, wenn ich es auf YouTube zeige. Da habe ich es hochgestellt auf 16 Kerne. Und dann habe ich einen Tag später wieder runterskaliert. Jetzt läuft er, glaube ich, auf einem Triple-Core. Und das ist halt schon preislich ein Unterschied. Guck mal, 60 Euro im Monat zu 8,21 Euro. Wenn dein Vendor-Folder 81 GB hat, ist das nicht schlimm. Da machst du einfach einen Volume und hängst es an. Guck, das kann ich nämlich machen. Wenn ich jetzt Zusatzspeicher brauche, sage ich, okay, ich habe meine Anwendung braucht 100 GB. Dann sage ich hier, ich brauche 100 GB Volume und hänge das an meinen Ubuntu-Server dran und dann kann ich das verwenden. So, aber jetzt loggen wir uns mal drauf ein. Kommt nämlich die erste Geschichte. Also, erstmal IP-Leak, lull. Tja, machen wir es jetzt unter Windows oder Linux? Wir machen es unter Windows. Vorher machen wir aber noch eine andere Sache. Das ist nämlich ein neues Feature, was die jetzt haben. Die bieten jetzt auch Firewalls an. Früher war das so, die Kiste hatte eine Public IP und es war alles direkt erreichbar. Normalerweise ist das erstmal nicht schlimm, weil es läuft ja aus SSH auf dem Server nix. Also sprich, was nicht gestartet ist als Dienst, kannst du ja auch nicht angreifen. Aber die haben ein neues Feature, was ich persönlich ganz praktisch finde. Kann man sagen, Create Firewall. Und wir nehmen mal die Standardregel. Die Standardregel ist übrigens gut gesetzt, Port 22. Chat, Preisfrage, was ist das für eine Regel? Die ganzen Hackermans unter uns wissen es natürlich. Also TCP Port 22 ist SSH, dass ich mich einloggen kann auf das System. Und das unten ist Ping, richtig. So, das Ding heißt jetzt Firewall 1. Wir nennen es mal nicht Firewall 1, wir nennen es QTFW, weil es für den Stream ist. So, und das kannst du dann auch gleich anlegen, beziehungsweise davor stellen vor die Kiste. Und was wir jetzt gemacht haben ist, jetzt gibt es nur noch Port 22 und Ping auf den Server, alles andere kommt nicht durch. Darauf muss man natürlich auch achten, wenn man dann einen Webserver anmacht, dann ist der erstmal nicht erreichbar. Ich finde das eine gute Sache, das gibt es auch erst seit einem halben Jahr oder so, ist noch nicht so lange her. Und vorher gab es das nicht. Andere Anbieter haben das schon eine Weile, aber was ich bei denen cool finde, ist es halt easy zu bedienen. Die Firewalls kosten, glaube ich, noch nicht mal was. Ich glaube, die sind kostenlos. Also es gibt eigentlich keinen Sinn, das nicht zu verwenden. Vielleicht kostet später mal was. Ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Man könnte auch UFW oder sonst was anmachen, aber in dem Fall finde ich es ganz praktisch. Du musst dich nicht selbst drum kümmern. Genau, für die eigentlichen Server, zum Beispiel die, die du über die Server-Auktion kaufst, gibt es schon eine Weile, aber über hier im Cloud-Interface gibt es erst seit einem, ich glaube ein halbes Jahr noch nicht mal. Ich glaube, es gibt es erst seit 2-3 Monaten. Das ist relativ neu. Ansonsten, wir haben ja schon mal vor einer Weile ein paar Linux-Kisten eingerichtet im Stream. Da habe ich immer UFW angemacht. Das kannst du dir jetzt eigentlich sparen. Zumal du dich hiermit halt auch davor schützt, dass du selbst Mist baust. Ja. Zum Beispiel, ich hatte ja hier das Problem für meinen Preise-Crawler. Der muss ja Webseiten crawlen. Und Webseiten mögen das nicht so sehr, gecrawlt zu werden. Deswegen bin ich über einen Proxy gegangen. Proxy mit 10 Ausgangs-IPs. Und da habe ich auch den Fehler gemacht. Ich habe es ein bisschen zu spät gemerkt. Ich habe auch einen Squid installiert und dass ich automatisch gestartet habe. Da hatte ich einfach mal Port 3128 offen im Internet. Ist was man eigentlich nicht haben will. Und um so einer Sache vorzubeugen, UFW an oder Firewall vor der Kiste an. Damit einem sowas nicht passiert. So, aber nachdem die Kiste angelegt ist, jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen Geschichte. Ja gut, du kannst den Squid auch konfigurieren, aber wenn du ihn installierst, startet er mit Standard-Config und ohne ACLs.
Wobei, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich glaube, die Standard, Standard-Config hat sogar eine ACL drin, die nur Localhost erlaubt. Was auch immer. Es ist zumindest nicht verkehrt, die Firewall davor einzuschalten, weil wenn man nicht aufpasst, hast du nicht aus Versehen irgendwas im Internet hängen. UFW taugt was, ja. Das ist absolut in Ordnung. UFW würde ich auch immer einschalten. Jetzt in dem Fall spare ich es mir. Aber gut, also. Server angelegt, ein Kern hat nicht sonderlich viel. Das erste, was man macht, ist, man kopiert sich die IP und jetzt gehen wir mal auf irgendeine Konsole. Wir machen es jetzt einmal initial mit Linux und danach machen wir es mit Windows. Also gehen wir mal hier auf unser Terminal. SSH, root, add, einloggen. Mit der Firewall irgendwie Mist gebaut oder ist die Kiste aus oder? Die Russen sind schon am Start. Nein. Nee, ich glaube, da stimmt irgendwas. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Dadurch, dass ich noch nicht mal pingen kann, da stimmt irgendwas nicht. Ja, da ist die Kiste. Wartet mal. Zack. Es ist Beta Firewalls. Ich mach das mal wieder weg. Warte mal, wie detache ich denn die Firewall überhaupt jetzt? Hier irgendwie, ne? Nee. Deck. Resources. So. Ah. Okay, es ist Beta, ja? Es ist Beta. Ich habe eigentlich eine SSH-Regel drin gehabt. Probieren wir das nochmal aus. Vielleicht habe ich auch die Regeln falsch gemacht. Falsch Ding. Eigentlich ist die Regel okay. Jetzt geht's auch. What the fuck? Was hat der für Schmerzen jetzt? Can't wait. Ah, okay, alles klar. Jetzt funktioniert's. Wunderbar. Zumindest man sieht, die Firewall macht, was sie soll. Das war was nicht mehr erreichbar gewesen. Wunderbar. Na gut, also, wir haben jetzt die Kiste, Firewall davor. Wir können auch gleich mal ausprobieren, ob die Firewall funktioniert. Wir machen gleich mal einen Port-Scan und machen dort was auf. Also, jetzt mal zurück wieder Linux für Noobs. Also, das Erste, was man machen sollte, ist... Oder, wie sage ich, man kann sich drüber streiten, was besser ist. Key-Authentifizierung oder Passwort. Ja, ausreichend langes Passwort ist sicherlich sicher genug, würde ich mir keine Gedanken machen. Aber Key-Authentifizierung hat den Vorteil, man braucht kein Passwort mehr einzugeben. Also ich würde eigentlich immer Key-Authentifizierung machen. SSH-Port ändern mache ich nicht, das ist mir zu blöd. So. Das heißt, normalerweise funktioniert das folgendermaßen. Wir machen das jetzt einmal manuell. Und dann machen wir es über das Hetzner Web-Frontend, dass man das nur einmal einrichten muss. Niemals Passwort, warum nicht? Wenn das Passwort ausreichend lang ist, hackermente das auch keiner. So, ich guck mal kurz in meine E-Mails. Ich würde auch immer Key-Authentifizierung machen, aber aus Bequemlichkeitsgründen. Haben wir nicht sogar letztens ein Video von irgendeinem Security-Mann geguckt? Der hat genau das gleiche gesagt. Wenn das Passwort lang genug ist, macht euch nicht so viele Gedanken. Aber es ist einfach angenehmer. Ach du Scheiße, ist das Passwort lang? Ich kann das nicht copy-pasten, weil ich einen Clipboard-Manager anhab. Und ich das dann in der History stehen habe. Das will ich nicht. Das Passwort ist so lang. Viel Spaß beim Brute-Forcen. Good luck, have fun. So. Ah, guck mal, man muss sogar das Passwort beim First Login ändern. Das ist gut. Das finde ich nice. Okay, Big Brain Time. Sekunde, lass mal in mich gehen. Passwort. Nicht 123456. Lass mal kurz in mich gehen. Was nehme ich denn? So, perfekt. Ah, Moment, cool. Oh nein, ich muss den Scheiß nochmal eingeben. More Pains Champ.
Pains Champ. Current Passwort. Okay, okay, nochmal. Also was ich euch zeigen will ist, Passwort-Authentifizierung ist Pains Champ. Ich glaube, man sieht es jetzt schon, man kriegt Anfälle, wenn man Passwort-Authentifizierung mit langen Passwörtern macht. Ich mache das jetzt nur einmal, der Form halber, dass ihr seht, wie man es von Hand machen kann. Danach machen wir es über das Hetzner Webinterface. Also, wobei eigentlich könnte ich es jetzt sogar in Clipboard Manager packen, weil ich muss es ja eh ändern. Egal. Okay, New Password. Wunderbar. So, wir sind eingeloggt. Perfekt. Ja klar, es kann mit Key sicherer sein, aber ich... Keine Ahnung, ob das in letzter Zeit Probleme hat mit Passwort-Authentifizierung. Prinzipiell würde ich sagen, wenn das Passwort lang genug ist, sollte man sich nicht so viel Gedanken machen. Aber es hat aus ganz anderen Gründen Vorteile, Key-Authentifizierung zu nehmen, einfach weil es einfacher ist. Also das ist Einloggen auf dem Linux-System mit Passwort. Ihr seht schon, es ist ziemlich eklig, wenn man jedes Mal das Passwort eingeben muss. Was man machen kann ist, man muss sich einen SSH-Key generieren. Das geht folgendermaßen. SSH-Keygen. Das machen wir jetzt doch gleich mal auch unter Windows. Und dann generiert das ein Schlüsselpaar. Einen Public Key und einen Private Key. Den Private Key, das sollte man das... Was? No. Monkey S. Also neues anlegen, Alter. Okay, wir wollen IDRSA2 haben. Keine Passphrase. Passphrase ist für Noobs. Also das mit Private Key sollte man auch wirklich ernst nehmen. Also es gibt dann hier Keys drin, die ich euch den Inhalt nicht zeigen werde. Weil ich meinen Private Key nicht leaken will. Und das solltet ihr auch niemals machen. Der Private Key sollte private bleiben. Das bedeutet, diese Keys, die das Ding eben, die das jetzt generiert hat, also das hat jetzt generiert, ich habe den Pfad nicht eingegeben. Okay. Ist wurscht, geht so genauso. Der hat zwei Keys generiert. IDRSA2 Pub und IDRSA. Das ist der Private Key. Den dürft ihr niemand zeigen. Nicht copy-pasten und sonst wie. Wenn es irgendwo ein Formular gibt, wo drinnen steht, hier Key einfügen, dann ist damit immer, es sei denn, es ist ein Scammer, dann ist damit immer der Public Key gemeint. Den Public Key könnt ihr zeigen. Das ist überhaupt kein Problem. Den könnt ihr zeigen, den könnt ihr kopieren, den könnt ihr machen, was ihr lustig seid. Den Public Key ist public. Den Private Key, das ist da, worum es geht. Ich hab's im falschen Ordner. Ich hab's im falschen Ordner angelegt. Ich move das mal kurz. Ja, jetzt ist der Kram da. So, und was man jetzt machen kann, ist folgendes. Wenn man sich die Keys generiert hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich zeige es jetzt nur der Form halber, wie es von Hand funktioniert. Also, man kann sich einloggen auf dem System, aktuell nur mit Passwort. Hat er denn für Schmerzen immer zwischendurch? So, was man jetzt machen kann, ist SSH Copy ID. Was das macht, ist, ihr müsst euch jetzt einmal noch einloggen mit Passwort. Und dann kopiert das euren Public Key auf den Server in ein spezielles File. Und beim Login guckt er danach, ob der Private Key von euch zu dem Public Key passt, der auf dem Server hinterlegt ist. Und dann dürft ihr euch ohne Passwort einloggen. Was jetzt passiert ist folgendes. Ich logge mich als Root ein. Hier in SSH ist noch nichts drin oder Authorized Keys ist drin. Und in dieses File schreibt der jetzt meinen Public Key rein. So, ich melde mich jetzt mal an. So, Key ist drauf kopiert und wenn ich mich jetzt einlogge,
Der benutzt den falschen Key. Okay. Guckt, er schreibt jetzt... Nee. Welchen Key hat er denn jetzt dahin kopiert? Welchen Key hat er denn jetzt dahin kopiert? Okay. Okay, wir probieren es mal aus. Ich weiß nicht, was der jetzt verwendet hat. Punkt SSH. Was hab ich? Ich habe 30 Milliarden Keys, Alter. Okay, der ist es nicht. Auto sich aus, wenn ausgesperrt bin ich nicht. Übrigens, wenn man solche Dinger macht, lasst immer eine zweite Session auf. Welchen habe ich denn jetzt genommen? Ah, okay, alles klar. DSA, ja, der Key ist 5 Jahre alt oder so. Also ihr seht, ich kann mich ohne Passwort einloggen, wenn man den richtigen Key nimmt. Warum das jetzt bei mir nicht funktioniert hat, ist folgendes. Wobei, eigentlich sollte das funktionieren. IP-Leak, oh nein. Ich habe hier mehrere Keys und anscheinend wusste er gerade nicht, welchen er verwenden soll. Aber okay. Normalerweise habt ihr da nur einen und dann funktioniert. Wir machen das jetzt auch gleich unter Windows, dann klappt das. So, wenn man den Key angibt, dann funktioniert das wunderbar. Ich kann mich jetzt ohne Passwort einloggen. Jo. Normal probiert er durch. Ich weiß nicht, was er für Schmerzen hat. Gut. Das erste, was man macht, wenn man auf so eine Kiste kommt, ist erstmal ein Update und alle Pakete updaten. Normalerweise probiert er nacheinander alle durch, aber es hat nicht funktioniert. Lass mal kurz gucken. Die Rechte sollten auch passen. Das beim Public Key stört ihn eigentlich nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das damit... Wie gesagt, normalerweise probiert er den Kram durch. Nö, juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht. Ist ihm egal. So. Zumindest wir machen jetzt erstmal ein Update und danach machen wir alle Pakete... So huge schnell ist es gerade nicht. So, und danach upgraden wir mal alle Pakete. Das ist die erste Amtshandlung, die man eigentlich immer machen sollte. Machst du irgendwann mal Fitnessvideos? Na klar. Ich bin der perfekte Fitnesscoach auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt auf YouTube keinen besseren als mich. Vielleicht, weil Passwort aus noch an ist. Ich weiß nicht. Zumindest... Machen wir das jetzt eh anders. Ich zeige euch das mal hier. Authorized Keys. Also, dass das auch wirklich funktioniert. Guck, Max at Poggers. Das ist mein Public Key, den ich euch eben gezeigt habe. Also, das funktioniert. Jetzt kann ich mich einloggen. Das hat den Vorteil, ihr braucht nicht diesen ganzen Mist jedes Mal 20-stelliges Passwort eintippen und sonst was. Also deswegen ist Key-Authentifizierung schon mal sinnvoll. So. Und dann macht ihr jetzt folgendes, wenn ihr den SSH-Key angelegt habt. Wir machen das mit Windows jetzt gleich nochmal. Weil eigentlich wollte ich es ja unter Windows zeigen. Ich lösche den Server jetzt, weil wir legen das jetzt nochmal an mit Keys. Wollt euch nur mal zeigen, wie das von Hand geht. So, wir löschen die Kiste jetzt nochmal. Und jetzt Pains Champ. Machen wir das Ganze nochmal unter Windows. Jetzt wird's eklig. So, mal schauen. Wie machen wir das unter Windows? Also, Windows 11. Wir sind Bleeding Edge. Terminal auf. Also, Terminal auf. WSL auf. Ist ja im Prinzip auch nur ein Ubuntu. Geht das auch mit PowerShell? Ne, wir machen das nicht mit PowerShell. Ich kann mir das nicht geben mit PowerShell, vergesst es. Aber wir machen es unter Windows. Die meisten Leute machen es unter Windows. Und eine Sache, von der ich euch jetzt gleich mal abraten will, ist PuTTY. PuTTY ist so eines der Programme, die, weiß ich, jeder kennt PuTTY, ja. Weiß ich, gibt's jemanden im Chat, der nicht PuTTY kennt? PuTTY hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Aber ich finde, PuTTY ist mega Pains Champ. Ich zeig's euch mal für alle, die es noch nicht gesehen haben. Aber wir verwenden kein PuTTY, das sage ich gleich dazu.
PuTTY ist das, was man jahrelang unter Windows für SSH verwendet hat. Das machen wir aber nicht mehr. PuTTY ist eklig. PuTTY ist im Endeffekt ein Session Manager für unterschiedliche Geschichten. Du kannst Telnet machen, du kannst Serial machen. Dafür ist das gut. Für SSH muss ich sagen, ich finde es ein bisschen eklig, weil du lernst im Endeffekt nicht, was du machst, sondern du klickst in PuTTY rum. Und PuTTY braucht auch für SSH-Keys ein anderes Format und sowas. Es ist einfach irgendwie sehr, wie soll ich sagen, so kontraproduktiv, PuTTY zu verwenden. Dazu kommt, dass das eigentliche Fenster von PuTTY auch richtig eklig zu bedienen ist. Du hast Minischrift, klar, das kannst du anpassen, das Copy und Pasten ist eklig. Ich glaube, jeder, der es verwendet hat, hat schon mal das Problem gehabt, dass er in PuTTY auch so sehen zwei Seiten Copy-Pasted hat auf Rechtsklick. Finde ich eklig. Was ich schöner finde unter Windows ist folgendes. Wenn ihr, egal ob ihr Windows 10 oder Windows 11 habt, installiert euch WSL und installiert euch das neueste Windows Terminal. Dann sieht das so aus, wie bei mir. Der User muss natürlich CuteWeep93 heißen, anders da funktioniert es nicht. Und dann habt ihr quasi einen Ubuntu unter Linux. Das finde ich ist die angenehmste Variante, wenn ihr keine Linux-VM oder keine Linux-Kiste habt. So. Und jetzt gucke ich nochmal ganz schnell Chat, weil ich schon seit 3 Stunden sage, ich beantworte gleich nochmal schnell Chat. Ubuntu habe ich unter Linux gesagt? Ich meine Ubuntu unter Windows. Ubuntu unter Windows. Installiert euch WSL 2 und das aktuelle Windows Terminal. Das Schöne unter Windows 11 wird sein, dass es schon dabei ist. Also du kannst unter Windows 11 mit einem Kommando WSL installieren und du kannst, ich glaube, du hast das Windows Terminal sogar schon mit dabei installiert. Ja, das ist auch ein weiterer Vorteil, WSL zu verwenden, weil dann hast du das ganze Ubuntu-Zeug dabei. So, schauen wir mal kurz Questions durch. Ja, und weiter? Was passiert? Also, hat sich das jetzt auf PuTTY bezogen? Ja, aber bei PuTTY hast du beispielsweise das eklige Terminal-Fenster, in dem du dich laufend vercopy-pastest und andere Probleme hast und keine Sonderzeichen gescheit kannst. Und das Schlimmste ist PuTTY. Wisst ihr, was das Schlimmste an PuTTY ist, Leute? Ich zeige euch mal das Schlimmste an PuTTY. Kann man lokale Session irgendwie aufmachen? Geht das? Aber gibt es irgendwie lokale Session mit PuTTY? Geht das irgendwie? Raw. Keine Ahnung. Lost. Ich weiß nicht, wie ich das... was auch immer. Warum PuTTY PaintSham ist, PuTTY kann keine Emojis, schon mal. Also allein schon deswegen sollte das 2021 raus sein, ja. Terminal, was keine Emojis kann, ist outdated, overrated, chibated. Weg damit. Eine gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Meinst du irgendwie Protection gegen irgendwelche... Oder was ist Burst für dich? Gegen irgendwelche DNS-Amplification oder viele Verbindungen erstellen oder was ist Burst? Ja, wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich echt der Beste für, ja, Fitnessvideos. Da hat die Welt drauf gewartet. Ich habe doch letztens schon ein Fitnessvideo gemacht. Guckt mal. Hier, Fitnessvideo. Moment. Ach, von Azure Burst. Okay. Nein, das haben wir da nicht. Du hast eine Kiste, die hat reservierte Hardware und das war's. Die kannst du skalieren. So, guck mal hier. Ich habe doch hier letztens Fitnessvideo. Guck mal hier. Also wenn das nicht als Fitnessvideo reicht, dann weiß ich auch nicht. Also mehr kann man sich doch wirklich nicht wünschen von einem Fitnessvideo. Nee, stell's. Das Azubi-Video kommt nächste Woche am Montag oder Dienstag. Ich habe das schon aufgenommen. Und ihr seht, in welcher huge Geschwindigkeit ich mich hier bewege. Und ich wie hin und her schwanke mit dem Telefon.
Also gerade den Berg runter hier, das saust ja richtig ab. Guck mal, 2,9K zu 8. Das Beste ist immer noch die Schneemänner. Guck mal. Erkennt ihr das? Jep-Jep-Kock-Schneemänner. So, jetzt aber mal zur eigentlichen Sache zurück. Also, ihr installiert das aktuelle Windows-Terminal und WSL, dann habt ihr den Kram wie ich. Das heißt, ihr könnt jetzt das im Prinzip machen wie unter Linux. Es ist ja ein Linux, aber halt unter Windows. So, das heißt, wir machen SSH-Keygen. Ich habe das noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen, unter Windows mit WSL. Kann man einfach so Keygen machen. Jawohl. Also wir generieren den Key, das heißt hier SSH ist der ganze Kram am Start. Jetzt, dass wir das nicht immer von Hand machen müssen, jetzt nehmen wir den Key, copy-pasten. Wie copy-pasten wir den gescheit aus dem Windows-Terminal raus? Wir copy-pasten uns den Key und nu, jetzt kommt Trick 17, wenn man bei Headset einen Server anlegt, kann man auswählen, welchen Key man verwenden will. Und wohlgemerkt, ich sag's dir nochmal, Public Key. Ihr kopiert da nicht den Private Key rein. Ich hatte das auf der Arbeit schon. Wir machen es bei uns auf der Arbeit, vielleicht mal so ein kleiner Exkurs, wir machen es auf der Arbeit so, dass wir nicht mehr SSH-Keys kopieren müssen und sonstige Geschichten. Wir haben eine CA, die stellt diese SSH-Keys aus, beziehungsweise signiert das. Und alles von dieser CA wird getrustet und man kann sich einloggen. So, und damit man das signieren kann, müssen einem die Leute ihren Key schicken. So, und ich hatte es mehr als einmal schon, dass die Leute mir ihren Private Key geschickt haben. Das ist der Wahnsinn. Also, und das sind eigentlich welche, die müssten es wissen. Immer nur den Public Key schicken. Genau. PPOG, Leute. PPOG. Okay, so. Wir wollen wieder die Qt-FW als Firewall haben. Da ist nur Ping und Port 22 auf. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Okay, man sagt hier Add Key und kopiert das rein. Die sind schon schlau genug mittlerweile, dass die erkennen, wenn Zeilenumbrüche drin sind. Ein beliebter Fehler beim Kopieren von solchen Keys ist, dass hier Zeilenumbrüche drin sind, die das Ganze kaputt machen. Man muss gucken, dass das alles in einer Zeile ist. Die hier bei Headstand sind so schlau, die formatieren es schon für euch richtig um. So, Add Key. So, dieser Key, den wollen wir automatisch hinzufügen für den Root-User, wenn der Server angelegt wird. Das passt. Alles klar. Zack, anlegen, create. KeyLeak, Monka S, ja. So, und wenn die Kiste jetzt aufgebaut ist, dann müssen wir nichts anderes machen, außer uns einfach einloggen und es wird direkt funktionieren, weil wir den richtigen SSH-Key haben. Weiß ich, was die Kisten für Schmerzen haben. Die brauchen immer ein bisschen, bis sie hochgefahren sind. So. Guckt, zack, Login ohne Passwort. Aber wo würde man das bei seinem eigenen Server machen? Das habe ich doch vor 5 Minuten erzählt, bevor wir das gemacht haben über Hetzner. Du gehst in den... Also, wie du das auf deinem eigenen Server machst, ist ganz einfach. Also im Prinzip so, wie ich es eben gezeigt habe, bevor wir das machen, bevor wir das bei Hetzner gemacht haben. Deswegen habe ich es ja vorher von Hand gezeigt, wie das funktioniert. Also, du gehst in das Heimatverzeichnis des Users, als der du dich einloggen willst. Ich zeig's dir hier drauf. In dem Fall ist es jetzt Root. /root, Heimatverzeichnis von Root. Who am I? Root. So, und da im SSH-Verzeichnis gibt es eine Authorized Key-Datei. Und da kopierst du den Key rein. Deinen Public Key. Wohlgemerkt, nicht den Public Key. Da kopierst du deinen Public Key rein. Und dann kannst du dich einloggen ohne Passwort. Oder du benutzt, was auch geht, SSH Copy ID. Dann macht er genau das gleiche für dich. So. Und das Schöne ist, ab jetzt können wir uns immer einloggen ohne Passwort. Das ist der eigentliche Grund, warum ich Key-Authentifizierung versus Passwort-Authentifizierung verwende.
Mir geht es gar nicht so sehr um die Sicherheit. Wenn das Root-Passwort lang genug ist, habe ich damit keine Probleme. Es ist einfacher. Es ist angenehmer. Und ihr seht, ihr könnt das auch ohne Probleme machen unter Windows, wenn ihr WSL habt. So, und jetzt kommen wir mal zu PuTTY, was ich nicht mehr verwende. Bei PuTTY hätte ich jetzt schon das Problem, wie stelle ich PuTTY mein SSH-Key? Wo stelle ich bei PuTTY mein SSH-Key ein? Das finde ich nie. Und wenn ich es finde, stelle ich fest, dass PuTTY die Keys in einem anderen Format brauchen. Es ist eklig. Leute, verwendet WSL, verwendet kein PuTTY. Es ist einfach angenehmer. WSL oder am besten habt ihr die Linux-VM und macht's da drüber. Ach so. Ja, übrigens, das kommt dann auch. Das muss man jetzt, das soll ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Ich habe mich vorhin mit dem Linux auf diesem Server eingeloggt. Und in der Zwischenzeit habe ich den Server gelöscht und neu angelegt. Jetzt ist mein SSH so schlau und sagt, hey, guck mal, der Key vom Server hat sich ja geändert. Das heißt, vielleicht hat jemand den Server übernommen oder was auch immer oder sich die IP übernommen und möchte jetzt quasi vortäuschen, jemand anderes zu sein. Deswegen meckert SSH, wenn du dich einmal eingeloggt hast und baust den Server neu auf, dann sagt er, ey, guck mal, der Server hat sich geändert. Das kann man ignorieren. Die einfachste Variante ist das hier, aber das sollte man nicht machen. Ich sag's nur mal, dass das geht, ja. Das kann man machen. Da kann man sagen, so nach dem Motto, scheiß drauf, ist mir egal. Das ist aber keine schöne Variante. Die schönere Variante ist zu sagen, okay, warum ist das so? Ah ja, klar, ich habe meinen Server neu aufgebaut. Und dann macht man, das kann ich mir übrigens nie aus dem Kopf merken, was macht man dann? SSH keygen-d oder sowas? Oh. Moment. Wie regelst du das mit mehreren Servern? Was meinst du? Ist es minus d, delete? Nee. Ach du, warte, was? Ich kann es mir immer nicht merken. Man kann auch einfach in die Datei gehen und das löschen. Das funktioniert genauso. Was war das denn jetzt nochmal? Oder war das... Ja, ich kann die Known Hosts bearbeiten. Das ist mir auch klar. Aber es gab noch einen Befehl dafür. Wie war der denn nochmal? Minus R? SSH hier minus R? Minus R klingt gut für Remove. Ah. Ohne User. So, und jetzt... Ja. Und jetzt sagt er, aha, es ist... Was hat... Alter, ich habe den total durcheinander gemacht mit meinen komischen... mit meinen komischen RSA-Keys. Ich muss den Kram mal wieder löschen, jetzt funktioniert es auch. Ach Quatsch, das ist ja der Windows-User. Meine Güte, ey. Chat, ihr seid schuld. Das ist ja der Windows-User, da habe ich den Key auf meiner Linux-Geschichte gar nicht. Kann ja gar nicht funktionieren. Ich habe ja den Key, aber ihr seht, dass das prinzipiell funktioniert. Ich habe den Key ja hier auf meiner Windows-Kiste generiert. Den habe ich ja hier gar nicht. Das heißt, was ich hier versucht habe, ist mich auf dem Server einzuloggen, wo ich keine Berechtigung drauf habe. Das heißt, RIP. So. Was macht ihr denn jetzt? Jetzt kommt die Big Brain-Frage. Was macht ihr denn jetzt, wenn ihr den Private Key verloren habt? Stellt euch mal vor, euer Rechner kackt ab, ihr habt kein Backup von eurem Private Key. Was macht ihr dann jetzt? Weinen. Weinen ist schon mal gut. Also prinzipiell, wenn es sich um irgendwas, irgendwelche Verschlüsselungen handelt, habt ihr gelitten. Also habt ihr irgendwas mit einem Key verschlüsselt, aber der Key ist weg, dann habt ihr gelitten. Ich meine, kannst du auch mehr als einen Server mit dem Terminal nutzen? Na klar, das zeige ich dir gleich. Das machen wir gleich alles. So, aber nachdem wir hier nichts verschlüsselt haben, haben wir noch die Möglichkeit, das bisschen, ja, wie soll ich sagen, zu recovern. Ja, können wir machen. Es gibt verschiedene Varianten. Am besten ist, ihr verliert euren Key nicht. Das ist die einfachste Variante. Was ihr machen könnt, ist folgendes. Ihr könnt die Serverkonsole aufmachen. Und wenn ihr ein Root-Passwort habt, könnt ihr euch darüber einloggen. Das funktioniert. Wenn ihr kein Root-Passwort habt, habt ihr auch Probleme. Das nächste, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt den Server neu starten, in das Boot-Menü gehen und dort in Single-User-Mode booten.
Das können wir jetzt übrigens mal machen, wenn ihr das sehen wollt. Dort in Single-User booten und dann dort das Root-Passwort ändern. Das geht. Ach ja, ihr könnt übrigens auch den Rescue-Mode verwenden. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ihr könnt auch den Rescue-Mode verwenden, den Hetzner eingebaut hat. Weiterer Vorteil von, man verwendet was, wo der Anbieter sich Gedanken zugemacht hat. Ja, ihr könnt auch einfach den Rescue-Modus verwenden. Das geht natürlich auch. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber, mal angenommen, das ging nicht. Das wäre auch zu einfach, den Rescue-Modus zu verwenden. Mal angenommen, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch das über die Konsole zeigen kann, ob man ins Boot-Menü kommt. Also, das ist jetzt was, das könnt ihr übrigens bei jedem x-beliebigen Linux-System machen, solange es nicht verschlüsselt ist. Ich zeige euch das mal. Das geht bei jedem Linux-Server, solange die Festplatte oder CRUD nicht verschlüsselt ist. Also, wenn ihr das Root-Passwort vergessen habt oder wenn ihr nur SSH-Login habt und könnt euch nicht mehr drauf einloggen. Es gibt eine Möglichkeit, wo ihr jeden Linux-Server recovern könnt. So, ihr startet das Ding neu. Also, ihr braucht physischen Access auf den... Und ich habe zu langsam geklickt. Was muss man überhaupt gedrückt halten, um in CRUD zu kommen mittlerweile? Escape hämmern. Ich hämmer einfach mal Escape. Was? Früher war es... Ist es Shift? Nee. Weiß gar nicht, ob das überhaupt... Ah ja. Einfach nur Shift hämmern. Alles klar. Ich habe gerade Shift, E und Escape gehämmert. Was war denn das Richtige jetzt? Ich habe alles gedrückt. Alle. Okay, also was man machen kann, ist folgendes. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Ich habe das nämlich unter Ubuntu, ehrlich gesagt, ewig nicht mehr gemacht. Einfach face-rollen über die ganze Tastatur. Also, jetzt seid ihr im Boot-Manager. Dann geht ihr auf... Oh, nee, das ist der neue CRUD. Fuck, ich weiß nicht mehr, wo man das macht. Ich glaube, hier. Oh. Also, Leute, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also, was man machen kann, ist folgendes. Man kann entweder ein S reinschreiben für Single-User, eine 1, oder man kann Single reinschreiben, oder man kann sagen init gleich bin sh. Keine Ahnung, ob das so funktioniert jetzt. Was der macht ist, der bootet dann nicht quasi das normale Init-System, sondern startet eine Shell und das war's. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt an der richtigen Stelle drin habe, wenn ich ehrlich bin. Wir probieren einfach mal aus, ob es funktioniert. SH ist nur ein Link zu Bash. Gut, aber Link geht auch. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Okay, Control X. Es hat... Gleich sehen wir, ob es funktioniert. Es hat... keine Ahnung. Hat nicht funktioniert wahrscheinlich. Okay, wisst ihr was? Wir fragen einfach mal Google, was Google dazu sagt. Das hat jetzt übrigens nichts gerade mit Linux für Einsteiger zu tun. Mich interessiert es einfach nur. Ubuntu init bin sh. Geht das noch? Bin bash muss man immer. Aber bin sh muss doch auch funktionieren. Ich probiere es einfach nochmal. Aber es kann echt sein, dass das eine andere Syntax hat mittlerweile. Also früher konntest du definitiv Single reinschreiben für Single-User. Unter Red Hat geht das, glaube ich, heute noch. Okay, ist die Zeile überhaupt richtig, wo ich hier so bin? Ich meine, das ist die Kernel-Zeile. Die Kernel-Zeile ist ja eigentlich das Richtige, ne? So. Passt eigentlich.
Init? Hat er vorher noch ein anderes Init? Init gleich. Mal gucken. Nee, ist wieder RIP. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, dann weiß ich nicht, wie es funktioniert. Da müsste ich jetzt eine Weile suchen und es ist ziemlich langweilig. Von der Idee her geht das aber so. Muss nur die richtige Syntax rauskriegen. Nee. Mag nicht. Ist egal. Ich starte jetzt richtig und gut ist. Vielleicht habe ich es auch geprickt. Irgendwie jetzt. Ist komplett RIP. Nee. Nee, scheint zu funktionieren. Zumindest merke, es geht. Du kannst jeden x-beliebigen Linux-Server, solange der nicht die Festplatte verschlüsselt hat, kannst du das Root-Passwort resetten. Wenn du die richtige Syntax für diesen Crap kennst, was ich hier gerade machen wollte. Ein RW vor init binbash. Aber wenn der nicht read-write ist, dann hätte er zumindest weiter booten müssen und mir sagen, dass es nicht funktioniert. Ich wette, es geht immer noch nicht. Okay, einmal probieren wir es noch, Chat. Einmal. Hämmern. Oh, hier zu spät. Nochmal. Ah, yes. Also, Chat, ich mache jetzt, was ihr sagt. Und wir wissen ja, bekanntlicherweise hat der Chat immer recht. Wenn es heißt, wenn der Chat jetzt falsch liegt, würde das automatisch dazu führen, weil 100% recht bedeutet ja immer recht. 99, Periode 9 recht bedeutet nicht immer recht. Also damit ist das, der Chat immer recht hat, vorbei, wenn der Chat jetzt nicht einmal nicht recht hat. So, was davor ist ein RO? Oh, ach da. Ja, das ist aber eigentlich nicht schlimm. Der würde mir dann, das ist nicht schlimm. Normalerweise ist es immer read-only und dann machst du ein Remount, root. Patrick hat recht, lul. Jetzt wird hier richtig Big Brain Time. Normalerweise ist es egal, du remountest das neu. Read-Write. Das wird jetzt auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, was ich verkehrt mache. Keine Ahnung. Da müsste ich jetzt ein bisschen googeln. Aber ich habe keinen Bock drauf. Muss ich vielleicht hier ein, zwei da hinten? Neue Zeile vielleicht? Ach, keine Ahnung. Nee. Yep, vorbei. Egal, wir lassen das jetzt. Das ist total unwichtig. Ich wollte es euch bloß zeigen und es funktioniert jetzt nicht, dann ist okay. RIP-Chat, Chat hat nicht recht. Gut, weiter im Text, ja? Also. Gehen wir mal wieder auf Windows. Ah, wir haben gebootet und ich mache den Krempel mal zu. Okay, gehen wir mal auf Windows, loggen uns ein auf unsere Linux-Kiste, sind eingeloggt. So, das Erste, was wir machen ist, und jetzt um mal die Frage beantworten von Freak288, kann man das mit mehreren Servern machen? Ja, das ist kein Problem. Du kannst sogar, und jetzt kommt gleich richtiger Big Brain-Modus, du kannst sogar mehrere Sachen gleichzeitig auf dem gleichen Server machen. So, aber das Erste... Paket updaten. Pakete updaten. So, und jetzt zeige ich dir mal, dass du das auf mehreren Servern machen kannst. Wir legen jetzt einfach mal mehrere Server an. So, Add Server. Nehmen wir nochmal kleinste Kiste. Wieder die Firewall davor. Wir nehmen unseren Key, dass wir uns direkt einloggen können. Create. So, warten wir, bis das Ganze erstellt ist und... Ah, habe ich jetzt in Helsinki einen erstellt, oder was? Jetzt habe ich in Helsinki einen erstellt, okay, meinetwegen. Kann ich auch mitleben. Upgrade ist overrated. So, wir haben Update gemacht, dann machen wir ein Upgrade. Upgrade. Also, Update... Das Farbschema von Windows ist eklig. Ich gehe doch wieder auf Linux gleich rüber. Update. Guckt nur nach, ob es neue Updates gibt. Upgrade macht das eigentliche Update. Muss man sich auch erstmal merken.
So. So, und jetzt zeige ich euch mal, dass das auch, dass du mehrere Sachen gleichzeitig machen kannst. Du kannst erst einmal die Noob-Variante ist mehrere Tabs aufmachen. So, die Pro-Variante ist folgendes. So macht man das jetzt. Emacs auf. Mehrere gesplittete Sessions. SSH. Root at Helsinki Server. So, und hier oben. Root at. Was haben wir denn da? Schon wieder vergessen. Schau ich mir mal aus. Ja. Copy-Paste in der Windows Shell ist auch Pains Champ. Guck mal. Und schon bist du auf beiden Servern in der gleichen Shell eingeloggt. Jetzt hier oben sind wir in Nürnberg und hier unten sind wir in Helsinki. IP, ja, ich kann mit leben. Ja, funktioniert. Und was noch cooler ist, man kann sogar, mal angenommen, ihr habt jetzt einen Server in Helsinki. Ja, ich will jetzt aber keine Linux, keine Windows-Terminal-Geschichten zeigen. Was sogar noch cooler ist, mal angenommen, ihr wollt jetzt auf beiden Servern das gleiche machen, dann könnt ihr sogar Ach, meine Güte. Ich verwende den Kram so selten, das weiß ich doch alles aus dem Kopf nicht. Okay, wir gucken jetzt nach, wie das funktioniert. Edge. Ah. Ich muss nachgucken, wie es funktioniert. Also, Synchronize Paints habe ich doch gemacht. ZW. Nicht LULW, ZW. Alles klar. ZW, Synchronize Paints. Yes. Und jetzt, guckt mal hier. Jetzt mache ich auf beiden Servern exakt das gleiche. Einmal in Nürnberg und einmal in Helsinki. Wir tippen jetzt genau das gleiche. Hackermans. Auf beiden Servern, obwohl die an komplett unterschiedlichen Orten auf der Welt stehen. Ja, so schöne Sachen kann man damit machen. Ist jetzt glücklicherweise nicht Windows-only, sondern geht in jedem Terminal. Ist aber eine praktische Sache. Wollte ich euch aber eigentlich erst später zeigen, deswegen werde ich jetzt mal Folgendes machen. Weil mir Windows auf den Sack geht, ich schmeiß die Kisten weg. Wir erstellen jetzt zwei neue. Und dann zeige ich euch, wie man die Sachen einrichtet. Beziehungsweise, was man noch machen sollte. Aber Freak 288, ich denke, das sollte deine Frage beantworten, ob man mehrere Sachen aus einem Terminal machen kann. Ja, kann man. Und wenn du das auf dem Server machst, ist F. Es Vodafone. Vodafone, please. Vodafone, please. Reset. Hatten wir ja gestern schon, dass die rumspacken. Naja. Übrigens, für die richtig krassen Hackermans gibt es ein Kommandozeilentool. Ich kann euch das jetzt auch nochmal sagen. Es gibt ein Kommandozeilentool für die Hetzner Cloud zum Server anlegen. Das ist die richtige Hackerman-Variante. H-Cloud Server Create. Hier. Guckt euch das mal an. Bam. Ohne Webinterface klicken. Waiting for. Okay, alles klar. Bam. Guck, Server, da ist er. Keck, wait. Und noch einer. Ah ne, Moment, Keck, wait gibt's ja schon. Keck, wait 2. Das printet das Passwort in die Shell, ja, aber ich habe einen Key ausgewählt. Das ist vor allem Workstation, ja. Guck, wir haben zwei Systeme jetzt. Mit diesen IPs. Und das haben wir jetzt über die Shell angelegt. Im Prinzip genau das gleiche, wie wenn ich über das Webinterface angelegt hätte. So, SSH. Root add den da. Bam. Yes. Und SSH root add den da. Dann haben wir zwei Kisten. Und ja, man sieht, man kann das alles wunderbar parallel laufen lassen, ist überhaupt kein Problem. Und ob ihr es über Kommandozeile anlegt oder übers Webinterface anlegt, ist eigentlich ziemlich egal.
So, wenn ihr jetzt eine Linux-Kiste angelegt habt, das Wichtigste, worauf ich nochmal hinweisen will, ist folgendes. Macht das direkt im Setup mit eurem Key. Macht das direkt mit eurem Key im Setup. Ihr könnt auch mehrere auswählen. Überhaupt kein Problem. Macht das mit eurem Key, dann müsst ihr nie irgendwelche 20-stelligen Root-Passwörter eingeben. Und was auch von Vorteil ist, dem Server einen ordentlichen Namen zu geben. So. Also erstmal Paket-Update machen. Die Mario-Musik ist sehr entspannt. So, Paket-Update. Wie gesagt, Update, guckt, ob es Pakete, neue Pakete gibt. Upgrade, update die Dinger. So, und eine Sache, die man auch immer machen sollte, wenn man das zumindest das erste Mal machen und bei jedem Kernel-Update rebooten. Weil, sonst ist der neue Kernel nicht geladen. Ja, kann ich euch zeigen. Wenn es Kernel-Update gibt, immer rebooten. Wenn es zeitlich gerade hinpasst. Naja, also ich würde jetzt nicht rebooten, wenn ihr gerade einen Minecraft-Server hostet, wo gerade 20 Leute drauf spielen. Da würde ich vielleicht nicht unbedingt rebooten, wenn da 20 Leute sind. Löscht den Server besser schnell. Warum? Oh, Vodafone, please. Vodafone, please.